Hi guys, this is Gabriel Kidd, the What Culture Pro Wrestling Internet Champion, and you're listening to Wrestling Talk Radio. Einen schrecklich schönen guten Tag, liebes WTR-Multiversum. Wir begrüßen euch heute mal wieder zu einer Review und es geht mal wieder um What Culture Pro Wrestling. Und zwar um den German Qualifier vom What Culture Pro World Cup. Ja, das Ganze hat am 2.7. haben die Tapings in Berlin im Huxleys stattgefunden, mit Zusammenarbeit der GWF, der German Wrestling Federation, und die Ausstrahlung auf YouTube, das könnt ihr dort immer noch sehen, erfolgte am 14.7. Und mit dabei heute sind zum einen der Alex. Guten Abend. Und zum anderen haben wir des Öfteren schon mal auch mit dabei gehabt, ihr kennt ihn mittlerweile, den Philly. Hola. Hola, ¿cómo estás? Das war schon der Mexican Qualifier. Ach so, bin ich ja gar nicht beim Mexican Qualifier. Nein, das war schon. Ach so, ja, dann gehe ich jetzt kurz raus, gell? Also. Ja gut, dann mach's gut, ne? Ciao. Ciao. Nein, wir sind natürlich heute dann hier, um genau um diesen Event zu besprechen, den German Qualifier. Und ja, ein kurzes Mini-Fazit vorweg. Alex, ich glaube, du bist zum ersten Mal überhaupt bei What Culture dabei, bei dem World Cup, bei einer Review. Das, oder? Ist völlig korrekt. Gut, dann bitte kurz mal deinen Eindruck. Was hast du vom World Cup bisher gesehen und wie hat es dir bisher gefallen? Was habe ich gesehen? Ich habe mir natürlich den japanischen angeguckt. Da gibt es ja auch noch eine Review. Die kommt dann Ende August, Anfang September mit der üblichen Besetzung mit Sven und Nicole und Jan, beziehungsweise ich glaube nur Jan und Sven. Den habe ich mal angeguckt. Ich habe mir gestern den amerikanischen angeguckt, beziehungsweise da fehlen mir noch zwei Matches, und habe ich den auch ganz angeguckt. Ich habe mal kurz in den mexikanischen reingeguckt, aber den habe ich noch nicht komplett gesehen und auch ein paar Matches vom schottischen, allerdings der schottische war für mich bisher der schwächste, deswegen habe ich auch keine Lust gehabt, den noch gerade zu Ende zu gucken. Und halt jetzt, ja, ich fand den jetzt nicht so gut. Ich weiß, Matze fand den, glaube ich, ziemlich gut. Aber ich auch, ich war dabei. Stimmt, ich habe die Timecodes für euch gemacht. Jetzt fällt es mir ein. ich fand den jetzt nicht. Ich bin aber auch grundsätzlich jetzt nicht Fan von dieser schottischen, von den schottischen Wrestlern so allgemein, so Joe Coffey, so das sind leider Leute, mit denen kann ich nichts anfangen. Der ist ja hier auch auf der Karte mit dabei. Schottisches Wrestling ist zwar von der Stimmung her richtig geil, gebe ich auch alles zu, aber so vom Wrestling her, also außer Galloway, sage ich mal, kann ich mit denen nicht wirklich was anfangen. Daher. Ja, und klar, der japanische war bis jetzt für mich der stärkste, muss ich sagen, aber es liegt halt auch daran, dass ich die Affinität zum japanischen Wrestling habe. Und daher, ja. Soll ich jetzt noch ein Mini-Fazit direkt auf die Show machen? Mach ruhig euch auf den deutschen Reich. Genau, das geht nämlich ziemlich schnell, weil ich kann eigentlich das ganze Event mit einem Wort zusammenfassen. Das kann ich auch auf jedes einzelne Match legen mit einem Wort und das ist eigentlich solide. Ich hatte jetzt wirklich keine Highlights bei dem Event, ich hatte jetzt aber auch keine Stinker bei dem Event. Solide, nicht mehr, nicht weniger. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut, Philly, wie sieht es denn bei dir aus? What Culture Pro World Cup, was bisher gesehen, wie gefällt es dir bisher und was sagst du kurz in einem Mini-Fazit zum deutschen Qualifier? Also, ich habe vom World Cup bis jetzt alles gesehen, auch die Shows, die jetzt letztes Wochenende rausgekommen sind, also USA und Rest of the World, habe ich mir auch schon angeschaut. Ich habe auch generell von What Culture Pro Wrestling alles gesehen, also ich glaube nicht, dass ich da bis jetzt jeweils eine Show verpasst habe oder so. Ich bin generell total der Fan von Turnieren und vor allem jetzt so wie jetzt der World Cup, die aufgezogen haben, sowas von dem Konzept her gab es meiner Meinung nach ja auch noch nicht, dass man über so eine lange Zeit solche lokalen Qualifier abhält und so. Deswegen finde ich generell erstmal alles voll gut und habe mich sehr darauf gefreut. Und für mich, ich bin wahrscheinlich heute so ein bisschen der Buhmann, muss ich sagen, dass der Deutsche bis jetzt der Schwächste war von den ganzen Qualifying-Turnieren. Ich fand den Schottischen auch nicht so gut, aber im Endeffekt, denke ich, kann man dem Schottischen dann doch noch über den Deutschen stellen, weil man meiner Meinung nach zumindest die richtigen Leute hat weiterkommen lassen.
jetzt auch im Nachhinein, dass Kenny Williams quasi den Spot dann noch von Drew McIntyre oder Galloway oder wie auch immer übernommen hat. Ja, aber generell muss ich sagen, eher so dieses typische Gefühl, was man oft nach einem WWE-Pay-Per-View hat, eher so enttäuscht von dem Ganzen. Okay. Ja, dann mache ich es mal kurz vorweg. Ich fand es richtig gut. Ich war, muss dazu aber auch sagen, ich war live dort. Und live ist immer alles besser. Das könnt ihr beiden, glaube ich, auch bestätigen, dass Live-Sachen immer sehr viel besser sind. Ja. Deswegen die Empfehlung ist immer, geht live zum Wrestling hin, zum Catchen und guckt es euch da an. Es ist immer um einiges besser. Und da habe ich dann halt auch noch ein bisschen Kritik dran, wie das Ganze rüberkommt, aber das dazu dann später mehr. Ich hatte im Nachhinein, muss ich sogar sagen, einige Sachen, die ich live für nicht gut befunden habe, auf Tape dann ein bisschen, muss ich da meine Kritik dran zurücknehmen, weil es halt anders ausgesehen hat. Ja. Und ich würde sagen, wir machen gar nicht lange drum herum. Wir können gleich mit dem ersten Match starten. Und das ist das Erstrundenmatch Cash Money Erkan gegen Rambo Brown, so wie er hier genannt wird. Da würde ich sagen, Alex, du darfst mal anfangen. Wie hat dir dieses Match gefallen? Überraschend gut eigentlich, weil ich persönlich weder von Cash Money Erkan noch von Rambo jetzt so viel halte. Ich finde die nämlich jetzt, sie sind okay, solide halt, aber ich fand den Opener doch ziemlich gut, muss ich sagen. Schöne Spots und Moves von beiden Seiten, also es war ein ziemlich ausgeglichenes Match, gab einen schönen Superplex, einen Brainbuster und so weiter. Cash Money Erkan als Sieger finde ich okay, auch wenn mir dann das Finale das Finalmatch gegen Bad Bones dann, da hat er mir eigentlich nicht so gut gefallen. Also in dem Match gegen Rambo hat er mir deutlich besser gefallen, gegen Bad Bones eher weniger. Also ich bin sowieso eher ein bisschen kritisch, warum gerade Erkan gerade jetzt Deutschland vertritt, weil, wie gesagt, er ist für mich ein solider Wrestler, aber da ist halt auch noch viel Luft nach oben und warum ausgerechnet er dann Deutschland vertreten darf, weiß ich nicht, ob es wirklich die richtige Entscheidung ist. Rambo, okay, er ist ja der GWF-Präsident, glaube ich, ist ja richtig, ne? Genau. Und gut, den mit reinzunehmen, ist in Ordnung, der ist ja auch schon jahrelang dabei, also ein bisschen Erfahrung mit rein. Muss da vielleicht zu da kurz noch sagen, dass Rambo eigentlich gar nicht an diesem Turnier hätte teilnehmen sollen. Okay. Er ist Vertretung gewesen für Crazy Sexy Mike, der an diesem Tag ausgefallen ist. Stimmt, der Event hat einige Ausfälle. Ja. Und deswegen ist es vielleicht auch dann ein bisschen kurzfristig, dass man sich da Dinge nochmal neu planen musste dann. Okay. Und das dann vielleicht am Anfang auch irgendwie ein bisschen unrund wirkt. Aber nun, das wollte ich nochmal kurz als Einwand reinnehmen. Okay, das wusste ich. Ich wusste nur, dass das auf jeden Fall Cem Kaplan Ersatz war und halt auch der Maguire Ersatz für Axel, aber bei Rambo habe ich es irgendwie verdrängt oder vergessen. Naja, jedenfalls, ja, wie gesagt, Opener war eigentlich ziemlich gut. Er hatte, glaube ich, auch eine gute Länge. Ich habe jetzt leider keine Matchzeit, aber mir kam es jetzt nicht so kurz vor, aber auch nicht zu lang. War eine gute Länge, meiner Meinung nach. Schöner Opener. Die Fans waren, glaube ich, gut drin in dem Match. Kannst du wahrscheinlich besser bestätigen als ich, ja, weil auf Tape kam es nicht so ganz gut rüber. Aber wirst du ja später nochmal einen kleinen Monolog drüber halten, wahrscheinlich. Ja, war schön. War eigentlich ein guter Einstieg, hat mir gut gefallen. Also, und der Superkick dann am Ende von Erkan gegen Rambo sah gut aus und dann Sieg 1, 2, 3 und dann Erkan war im Finale, im Finalmatch. Ja, Philly, kannst du das so bestätigen oder hast du da was anderes? Ja, teils. Erst einmal wollte ich sagen, dass ich diese Kurzinterviews vor den Matches, die sie jetzt bei jedem World Cup Qualifier gemacht haben, dass ich die echt cool finde. Und ich fand es auch überraschend, dass die alle auf Deutsch gehalten wurden. Also, weil theoretisch jeder deutsche Wrestler kann ja wahrscheinlich Englisch. Und theoretisch sollte dieser World Cup ja eigentlich auch für die Welt sein. Und dann wäre Englisch eigentlich auch die beste Wahl gewesen, denke ich. Aber ich fand es nicht schlimm, aber ich fand es auf jeden Fall überraschend. Da gab es aber ziemlich viel Kritik, glaube ich, weil man keine englischen Untertitel eingeblendet hat. Und da haben sich die ganzen ziemlich aufgeregt wohl, wie ich das gelesen habe. Ja, es ist eigentlich schade. Also, weil es waren ja eigentlich ganz gute Aussagen dabei und so.
Naja, auf jeden Fall, also ich kann mir ziemlich gut vorstellen, warum Cash Money Erkan gerade in dem Turnier Deutschland vertreten worden auch weitergekommen ist. Die What Culture Pro Wrestling hat das Turnier ja nicht mit der WXW veranstaltet, also nicht mit der größten Liga in Deutschland, sondern halt eben in Kooperation mit der GWF. Und für die GWF ist halt Cash Money Erkan einfach für die nächsten Jahre der Wrestler, der aufgebaut werden soll, der in die großen Fußstapfen treten soll, der das, sag ich mal, das große Face werden soll der Liga. Zumindest wird's halt, kommt's bei mir so rüber. Mhm. Und deswegen, wenn du dann als Liga, also ich meine, World Culture wird dann wahrscheinlich fragen, ja, okay, GWF, wen wollt ihr denn von dir haben? Und ich denke, dass es für die halt einfach sehr wichtig war, ihn da zu positionieren und ihn halt international vorzustellen. Und ich weiß nicht, ob er gewonnen hätte, wenn er gegen Crazy Sexy Mike gekämpft hätte, weil ich glaube, ihm gehört ja die Liga oder ist zumindest ein großer Name der GWF. Aber Mike ist ja mittlerweile halt semi-retired, so wie ich das verstanden habe. Also. Ja, aber er wäre ja im Turnier gewesen. Und deswegen ja, klar. Ich denke auch, dass er sich das nicht hätte nehmen lassen, da nochmal weiterzukommen. Aber das, keine Ahnung, das weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall fand ich den Sieg vollkommen okay. So 2 oder 3 Minuten, das hört sich jetzt vielleicht echt komisch an, aber so 2 oder 3 Minuten länger hätte dem Match vielleicht gut getan, weil gerade da, wo ich gedacht habe, jetzt geht's so richtig heiß her, war sofort abrupt halt das Finish. Also nicht, dass es abrupt war, es war ja ein gut ausgedachtes Finish, aber wir hätten da, das ist natürlich Nörgeln auf hohem Niveau, aber wir hätten da so 2 oder 3 Minuten mehr schon getaugt, aber ich muss sagen, auf jeden Fall der Opener gleich einer der besten Matches des ganzen Abends. Ja. Kann ich so auch mit bestätigen. Match war wirklich super. Erkan erzielt halt immer gemischte Reaktionen. Und die einen, es gibt da, glaube ich, irgendwie fast kein Schwarz oder Weiß, sondern keine Grauzone, Entschuldigung, sondern es gibt fast nur Schwarz oder Weiß. Bei Rambo sieht es mittlerweile ja ganz anders aus. Also das Gimmick dieses El Presidente kommt wirklich super an. Was dann halt manchmal irgendwie so ein bisschen komisch wirkt, wenn dann der Heel mehr bejubelt wird als der Face. Aber gut, es ist halt so. Zielreaktion halt einfach erstmal, ne? Ist ja alles so weit erstmal in Ordnung. Ne? Und ansonsten am Anfang, wie gesagt, gab es so ein bisschen Abstimmungsprobleme, wie ich fand, aber das hat sich dann sehr schnell gelegt, weil einfach mit Nervosität, weil die Bühne ist halt umso viel größer. Ne? Und die Suplexes haben der Superplex hat ordentlich gekracht, war ja live da und es hat wirklich gescheppert. Das kommt leider im On-Tape irgendwie nicht so wirklich rüber, wie laut es teilweise war, und auch von den Fans her. Ja, das ist ein bisschen schade. Ansonsten, ja, richtiger Sieger. Erkan geht eine Runde weiter. Habe ich jetzt auch nicht mehr sonderlich so viel zu. War wirklich gut, hat mir gut gefallen. Ja. Noch Anmerkungen? Ansonsten würde ich sagen, können wir schon direkt weitergehen, oder? Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Philly, dann fang gleich mal an und erzähl mir was über Bad Bones gegen Pascal Spalter. Bad Bones. Was jetzt, wo fange ich denn da an? Also ich fange erstmal damit an, dass man sagen muss, man hat jetzt natürlich Axel Dieter Junior, der in der NXT sein Unwesen treibt. Man hat einen Alexander Wolf, der jetzt seit längerer Zeit mit Sanity in NXT unterwegs ist. Aber in der aktuellen Indie-Szene in der USA oder in der ganzen Welt gibt es eigentlich aus dem deutschsprachigen Raum Bad Bones und Walter. Das sind so die beiden großen Wrestler, die, wo man sagen kann, die haben jetzt in den letzten Jahren Bad Bones sogar schon länger als Walter, haben diesen Übertritt geschafft und sind eigentlich, würde ich sagen, einem durchschnittlichen Indie-Fan aus Amerika müssten die beiden eigentlich ein Begriff sein. Und deswegen ist Bad Bones wahrscheinlich in diesem Turnier der vom Namen her der größte und erfolgreichste Wrestler, der daran teilnimmt. Pascal Spalter ist aber gleichzeitig für die GWF wieder, die halt eben diese Operation macht,
ist eigentlich das größte, sage ich jetzt mal so, der Liga. Das ist halt der Champion, jetzt auch schon seit sehr lange. Oder nee, ich glaube, er ist sogar zurzeit gar nicht mehr Champion. Er hat den Titel verloren an Moose. Ja, bis nächsten Samstag wahrscheinlich. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Er war auf jeden Fall für lange Zeit oder ist es auch immer noch das Aushängeschild, das aktuelle der GBF. Ja. Deswegen, es war für mich eigentlich so ein bisschen so fast mit die größten Wrestler, die Deutschland hat, direkt gegeneinander in der ersten Runde. Und das hat man auch gemerkt, dieses Big Fight Feeling. Ich mag Bad Bones John Klinger sehr gerne. Ich muss aber sagen, dass ich Pascal Spalter in seiner Rolle eigentlich sogar noch lieber mag. Ich finde es aber generell vollkommen okay, dass Bad Bones gewonnen hat. Und vor allem auch, wie er gewonnen hat. Man hat Spalter schön stark dargestellt. Bad Bones muss man nicht stark darstellen. Meiner Meinung nach, die Deutschen, die kennen ihn so oder so. Und die Ausländer, die sich das Turnier anschauen, die schauen sich das Turnier generell auch nur an, weil sie sehr interessiert im Indie-Wrestling sind. Und dann kennen sie Bad Bones auch. Das heißt, man muss ihn nicht mehr großartig vorstellen mit Moveset und so. Das hat alles gepasst. Und vor allem konnte das ja in seinem zweiten Match am Abend auch noch zeigen. Deswegen, und das hätte ich niemals gedacht, dass ein Match zwischen den, dass ich das sage über ein Match zwischen den beiden, aber für mich das Match des Abends. Ich habe mich wahnsinnig gut unterhalten gefühlt. Es hatte auch wirklich, wahrscheinlich war es auch das längste Match. Keine Ahnung, wissen wir nicht, weil wir unvorbereitet sind. Nein, Spaß, aber ich weiß nicht, ob das längste Match des Abends war oder eben nicht. Zumindest von den World Cup Matches. Also reine Matchzeit könnte sogar sein, ob es das längst, wenn du das Overall nimmst, könnte das World Heavyweight Title Match als solches möglicherweise sogar länger sein. Aber da ist ja, das ja, ist ja mehr Brawl weiß, halt. Ne? Ja, ja. Ja. Aber auf jeden Fall kann ich da eigentlich überhaupt nichts dran aussetzen. Ich hätte vielleicht sogar theoretisch Spalter. Es ist halt schwierig. Ich finde es absolut okay, dass Bad Bones am Ende jetzt das ganze Ding gewonnen hat oder halt einer der Gewinner ist und weiterläuft, eben weil er der größte Name ist, der in dem Turnier stand. Aber in einem 1:1 Auftritt Bad Bones gegen Pascal Spalter hätte ich halt gerne einen Sieg von Spalter gesehen, um einfach so zu sagen, hey, es gibt jetzt diesen neuen großen Mann, quasi einfach so ein bisschen Fackelübergabe. Aber ich stecke da ja auch nicht drin. Deswegen, das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Also ich fand es gut. Zum Match selber, ich finde es immer sehr schwierig, ein Match zu beschreiben. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich sagen kann, ist einfach, das Ding ist kostenlos auf YouTube. Und wenn ihr euch nur ein Match anschaut von dem Abend, einfach nur um zu wissen, wie das Ganze so rübergekommen ist, dann schaut euch meiner Meinung nach das an. Das haben sie echt gut gemacht und das war auch ein Spalter spielt seine Rolle auch einfach genial und er weiß genau, was er sagen muss, um bestimmte Reaktionen beim Publikum hervorzurufen. Es war eine tolle Mischung einfach aus gutem Wrestling und schönem Entertainment und ja, mich hat es super unterhalten und mehr muss Wrestling ja nicht können, als jemanden gut zu unterhalten. Alright, sehr viel Schönes dabei. Alex, hast du auch so viel Schönes? Tatsächlich ja. Ich würde eigentlich auch alles so unterschreiben. Für mich war es auch das beste Match des Abends. Dass Bad Bones gewinnt. Also eigentlich stand Bad Bones für mich als Finalist eigentlich schon fest, wie nachdem festgestanden ist, wer dabei ist, weil Bad Bones ist halt der größte Name und ich meine, er hat ja auch schon Bookings bei What Culture gehabt. Ich meine, er ist bei TNA oder bei Impact, ist er Trainer bei der El Snow Show, er hat ja auch ab und zu mal Matches bei Explosion gehabt, glaube ich, und so weiter. Also er ist halt der größte Name, wie es Philly so schön gesagt hat. Und wenn du halt so einen Namen dabei hast, dann musst du ihn auch weiterbringen, eben weil halt, ich denke mal, Bad Bones wird auch von den amerikanischen Fans eben erkannt eben und deswegen, ein Bad Bones steht halt für mich noch über einem Pascal Spalter. Ich meine, Pascal Spalter ist in Deutschland vielleicht einer der Top-Draws, sage ich mal, aber mit dem internationalen Blick auf das deutsche Wrestling, denke ich, dann hast du halt Bad Bones, logischerweise, du hast einen Walter und dann kommen halt Leute wie The Mac natürlich, das Cruiserweight Classic oder halt dann eben Axel Dieter, aber der ist jetzt schon bei der WWE unter Vertrag, deswegen Bad Bones völlig klar. Ich fand aber, man hat das Match wirklich smart gebookt, weil es ist halt Pascal Spalter, er ist halt der Top-Draw von der GWF und du kannst ihn nicht schlecht darstellen und deswegen hat man es halt auch so gebookt, dass Pascal Spalter eigentlich das Match über fast komplett dominiert hat,
Bad Bones immer mal ab und zu ein paar Nadelstiche gesetzt, ein paar Aktionen konnte er durchbringen, aber größtenteils konnte er halt Spalter immer wieder kontern und hat das Match eigentlich durch die Bank dominiert. Und dann hat man halt das Finish eigentlich ganz, ganz geschickt gemacht oder smart gemacht. An den Spalter ist er halt seine Arroganzschiene wieder gefahren, wie er es halt immer so schön kann, und ist quasi an seiner eigenen Arroganz gescheitert, nachdem er Bad Bones wieder ein bisschen unterschätzt hat und dachte, er hat Bad Bones schon im Sack, und dann gab es halt den Einroller out of nowhere quasi zum Sieg dann, und ja, Spalter war dann da mit einem dummen Gesicht und Bad Bones war dann im Finalmatch, aber deswegen fand ich es gut, auf jeden Fall Bad Bones, so konnte man Bad Bones ins Finalmatch bringen und Spalter war halt trotzdem geschützt einfach, weil auch aus eigener Blödheit quasi oder aus eigener Arroganz einfach das Match dann aus der Hand gegeben hat. Und deswegen gut für Spalter, gut für Bad Bones, und ich denke mal, Bad Bones ist ein würdiger Vertreter für Deutschland, vor allem wenn man dann auch weiß, dass er dann ein Match ist. Bei der Auslosung kam ja raus, dass Bad Bones gegen Pentagon Junior antreten muss, und das Ding wird, glaube ich, ein ziemlich heißes Match. Also Spalter gegen Pentagon, glaube ich, würde nicht so gut werden wie Bad Bones gegen Pentagon. Ja, hast du recht. Bones kann diesen Stil von Pentagon vielleicht wahrscheinlich auch eher mitgehen, ne? Ganz genau. Wobei wir uns da natürlich auch nichts vormachen müssen, wer da als starker und dominanter Wrestler dargestellt werden wird. Ja. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das, was Willi gesagt hat, so ein, dass das hier das Match des Abends ist, da bin ich auch mit dabei, war super offen geführt. Man hat zu keinem Zeitpunkt irgendwie wirklich gut, wenn man sich jetzt nicht ein bisschen näher mit beschäftigt, hat man so gedacht, ja, das kann in die Richtung gehen, das kann in die Richtung gehen, viele Near Falls, das war wirklich super. Der Deadlift German Suplex, Deadlift Vertical Suplex außerhalb des Rings in den Ring hinein von Spalter gegen Bones war sehr, sehr laut. Das hat richtig gescheppert. Es war wirklich eine runde Sache. Das Finish war so vollkommen okay. Man schadet Bones nicht. Man schadet Spalter nicht, aber kann auch kein übermäßige Dominanz dann von Bones darstellen. War eine runde Sache, würde ich sagen, können wir damit auch dann abschließen, ne? Dann können wir nämlich gleich zum nächsten Match übergehen, und da geht es dann um Damek, den man ja auch schon aus der WXW kennt und vom WWE Cruiserweight Classic, gegen Cem Kaplan, der als Ersatz für Tarkan Aslan dabei ist, der sich an dem Tag leider krank melden musste. Dann fange ich jetzt mal kurz an. Es war das erste Match der beiden gegeneinander. Das hat man am Anfang auch gemerkt, und in der Halle habe ich es schlechter bewertet, als es hinterher on tape war, wie ich finde. Es gab am Anfang Abstimmungsprobleme, was auch deutlich ist. Hat mir so aber hinterher deutlich besser gefallen. Wobei ich immer noch sagen muss, dass ich Probleme mit der Mac habe. Ich finde es nicht schlecht, was er macht, aber ich habe immer das Gefühl, es ist kein Impact dahinter. Weiß ich ja nicht. Alex, wie siehst du das? Habe ich mir sogar als Kritikpunkt Nummer, oder als Kritikpunkt, aber ich habe es mir als ersten Punkt hier aufgeschrieben. Überhaupt der Charakter Mac ist ziemlich langweilig, muss ich sagen. Dieses Tanzgimmick benutzt er halt auch schon seit so Hot und Spicy Zeiten, wenn man sich dann anguckt, wo sich ein Axel hin entwickelt hat und wo halt Mac steht, ist halt nicht viel passiert. Und das, obwohl er ja im Cruiserweight Classic war, eigentlich ab dem Zeitpunkt hättest du eigentlich Mac irgendwo einen Monster-Push geben können. Du hättest einen Heel-Turn lassen können, quasi als arroganter Typ, der jetzt, der war bei der WWE, er wurde auserwählt von der WWE, und du hättest so viel mit ihm machen können, aber man hat eigentlich nichts gemacht. Er war mal zwischen den Shotgun-Champion, was habe ich ihm gegönnt auf jeden Fall, auch mal im Singles-Bereich durchzustarten, aber das ging halt auch ziemlich schnell dann irgendwie wieder auseinander. Jetzt hängt er halt irgendwie bei der WXW auch so komplett in der Luft. Jetzt hat er so eine Fehde gegen Bobby Guns gehabt, die hat er aber auch verloren. Ich habe keine Ahnung, wo man eigentlich mit dem Charakter Mac hin will. Ich muss auch sagen, ich war etwas enttäuscht, dass man hier mit dem Mac als Ersatz für Axel geholt hat. Ich hätte mir dann lieber vielleicht einen Ilya Dragunov gewünscht oder sowas in der Richtung, weil der ist halt im Moment extrem heiß und hat 16 Karat auch gewonnen und so weiter, ist ja bekannt. Und der Mac ist halt die einfachste Lösung. Oder? Axel Dieter und der Mac, die besten Freunde, Hot and Spicy, ja, mit dem Mac. Ich meine, klar, du kannst damit werben, er war beim Cruiserweight Classic, haben auch die Kommentatoren wieder 30 Mal erwähnt, aber der Mac, ja, sehr
selber aber nicht. Er hat nur gesagt, er hat an einem Turnier in den USA ja, teilgenommen. Das stimmt, ja. Die kommt. Das stimmt, ja. Das hat er, übrigens hat er dieses Vorstellungsvideo fand ich von dem Mac und von Bad Bones und von Spalter vielleicht noch. Die drei haben das am besten gemacht. Also von Juvenile X und Lucky Kid und Cem Kaplan. Also katastrophal. Also sonst echt aufhören, sowas zu machen. Aber kommen wir ja gleich nochmal drauf zurück. Mac. Wie er sich im Ring verhält, es macht, es ist gut, aber ich kann schon nachvollziehen, dass Mac irgendwie ein bisschen impactlos hat. Seine Moves schauen zwar alle gut aus, aber er hat halt irgendwie nicht so diese Killer-Moves. Also auch der Mac Magic finde ich jetzt auch nicht so den überkrassen Killer-Move. Es ist sauber, was er macht. Er unterhält die Leute und so weiter, aber mir ist da viel zu viel Show dabei und zu wenig Wrestling. Und ja, ich komme mit dem Mac-Charakter irgendwie seit einem halben, dreiviertel Jahr nicht wirklich klar. Beim Karat habe ich es dann wieder gemerkt. Also der zieht halt auch kaum mehr so. Also er schon noch Reaktionen beim Publikum, aber eben auch viel Negatives inzwischen. Also beim Karat waren dann auch Buhrufe auch schon mit dabei. Aber, ne? Aber einige Buhrufe. Vor allem, er hat dann das Match gegen Cody gehabt. Naja, Cody haben wir noch nebeneinander gestanden. Ne? Ganz genau. und Cody wurde ja gefeiert wie Jesus. Also, und da hat der Mac also wirklich überhaupt von der Reaktion her kaum schon irgendwie Chancen gab, dagegen zu halten. Also. Und überhaupt finde ich bei dem Mac, die Stimmung war schon mal größer, wenn ich überlege, zu Hot and Spicy-Zeiten, wie heiß die damals waren und auch wie dann Singles im Shotgun-Champion war und so weiter, aber inzwischen lässt sehr nach. Ich hoffe, die WXW kümmert sich da mal um den Mac-Charakter ein bisschen, weil da muss auf jeden Fall was kommen. Zu Cem Kaplan muss ich sagen, ich habe noch nie irgendwas von dem gesehen. Ich muss auch zugeben, ich bin ein WXW-Guy. Ich gucke ganz, ganz, ganz selten GFW. GWF. Entschuldigung. Das ist das andere, das ist Jared. Entschuldigung, ja, das ist, wo, glaube ich, in jedem Podcast, egal woher er kommt, erstmal verwechselt wird. Also, okay. Ich meine natürlich nicht die Jeff Jarrett Promotion. Habe ich nicht viel gesehen. Ich finde ihn auch irgendwie nicht wirklich gut. Ich finde er nicht wirklich eine Ausstrahlung, kein Charisma. Und warum jetzt ausgerechnet der Ersatz für Tarkan Aslan war, ich weiß nicht, ob er wirklich, er hat ja gemeint in dem Video, dass Tarkan Aslan ihn selbst quasi ausgesucht hat. Ob das jetzt wirklich stimmt, keine Ahnung. Ich fand ihn jetzt nicht gut, das Match war ziemlich kurz und knapp und Cem konnte auch nicht wirklich viel zeigen, also war halt eigentlich so eine kleine Mac-Show und ja, kurz, knapp, solid habe ich mir aufgeschrieben und mehr war es eigentlich auch nicht. Ich würde eher sagen, es war sogar das schlechteste Match an dem Abend. Bin ich fast auch mit dabei. Kurz noch, bevor ich noch was sage, Philly, wie sieht es bei euch, bei dir aus? Also ich würde gerne meine große schützende Hand über der Mac legen und auch über die WXW, dass sich bei der Mac seit längerer Zeit nichts mehr verändert und dass man keine großen Programme mit ihm fährt und dass er jetzt auch Leute wie wie heißt der King of Smoke Style? Bobby Ganz. Und jetzt auch bald Francis Caspin overbringen wird. Das hat einfach damit zu tun, dass es quasi, ich möchte dann immer nichts Falsches sagen, wovon ich keine Quellen habe. Aber der Typ wird nächstes Jahr auch nach Amerika gehen. Und das ist einfach schon bei den WXW-Leuten, denen schon so bewusst und so bekannt, dass sie keine große Zeit und keine großen Ideen mehr an ihm verschwenden, weil sie auch nicht wissen, wann es losgehen wird und ob man dann direkt alles unterbrechen müsste. Aber das ist auf jeden Fall der Grund, warum er nicht das Spotlight kriegt. Er wird jetzt quasi, er ist jetzt noch dabei, einfach auch um junge Talente noch ein bisschen hochzuziehen, sie ein bisschen overzubringen. Aber ich man kann da sein Geld drauf wetten, dass 2018 der Mac nicht mehr für die WXW in Deutschland antritt und auch überhaupt nicht mehr in Deutschland antretet. Und deswegen, das ist jetzt also auf jeden Fall mal der Grund, würde ich jetzt sagen, wie gesagt, ich kann keine Quellen nennen. Ist das jetzt eine reine Spekulation von deiner Seite aus? Keine Spekulation, ich weiß, dass es so ist, ich kann einfach nur keine Quellen nennen. Okay. Und auch diejenigen, die, also WXW kann jetzt auch nicht sagen, ja, wir wissen, dass es so ist und deswegen machen wir das jetzt so und so. Es ist halt einfach wie ein Snow. Es ist, wie sagt man, es ist eine nicht feststehende Tatsache, irgendwie sowas. Genau, also ich war halt einfach, als ich bei WXW war in Stuttgart, Nürnberg und München,
über die Tage haben sich halt ein paar Gespräche mit ein paar Leuten wiederholt, wo man dann irgendwann mal in diese Richtung gekommen ist, wo diese Anmerkungen halt einfach gemacht wurden. Genau, weil da war auch einfach dann auch danach die Abschiedsshow in Frankfurt und da wurde ja Axel Dieter verabschiedet und da war halt auch einfach nur so der Tenor, ja, mal schauen, wann die Abschiedsshow von der Mac ist und so. Also es ist halt einfach, da wird viel drüber geredet und ich denke, dass da, dass einfach die Kontakte zwischen der Mac und WWE immer noch vom Cruiserweight Classic bestehen und dass es deswegen so ist, weil es ist ja für jeden von uns klar, Alex, du hast ja auch gerade schon gesagt, es wäre ja komisch, wenn du so eine Aktie eigentlich in der Hinterhand hast und müsstest sie einfach nur spielen mit der Mac und tust es nicht. Also es hat für mich damals, als ich das gehört habe, schon alles sehr viel Sinn ergeben. Okay, jetzt mal weg von der Mac. Champ Kaplan, also ich bin auch im WXW-Guy, schaue bei GWF das, was ich irgendwie in die Finger bekomme oder was ich mir empfohlen wird, so. Deswegen, ich fand es auch schade, dass Tarkan Aslan eben nicht teilnehmen konnte, aber da kann man auch nichts dagegen machen. Das Match war in der Tat ein bisschen farblos, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ich glaube, es ist eigentlich des Matches dafür da gewesen, da Mac richtig overzubringen und Champ Kaplan war halt einfach derjenige, der diesen Job machen musste und das hat halt einfach nicht funktioniert. Aber ich denke, dass das die Idee dahinter war, weil Champ konnte ja mehr oder weniger, hat er ja gar nichts gezeigt. Also wenn ich ihn noch nie gesehen hätte, wüsste ich danach nicht mal, was er eigentlich für ein Spiel fährt. Er war eigentlich mehr oder weniger nur ein Sandsack, in den er hineingeschlagen wurde. Genau, ja, deswegen habe ich auch nicht viel zu dem Match zu sagen, außer dass es halt einfach, ich würde schon fast so weit gehen zu sagen, dass es halt einfach nicht gut war. Fast schon Richtung schlecht. Okay. Ja, wie gesagt, also der Charakter Champ Kaplan ist bei der GWF so im Regular-Programm ja nochmal ein ganz anderer eigentlich, ne? Als er hier präsentiert wurde. Ist der auch in der Cash Money drin, oder? Nein. Da ist jetzt gerade irgendwie ein Stable, das sich um ihn herum bildet. Okay. Angeführt halt von Ali Aslan dann, ne, seinem Manager. Denn auch hier, also Ali Aslan macht da immer auch viel aus, denke ich. Ein Manager bei ihm, wenn der fehlt. Ist das der Vater von Tarkan Aslan, oder? Das weiß ich nicht. Wisst ihr ja. Das weiß ich leider nicht. Weil dann würde das Ganze auch Sinn machen, dass halt das Tarkan Aslan eben gesagt hat, okay, Champ Kaplan vertretet mich, wenn die beiden quasi denselben Manager haben und so. Ja, das weiß ich leider nicht, keine Ahnung. Okay. Ja. Naja. Okay, wir sind uns einig, dass da durchaus noch Potenzial nach oben gewesen wäre und dass vielleicht das Match mit Tarkan Aslan ein bisschen besser geworden wäre. Ja, das denke ich auch. Ja. Ich würde sogar behaupten, dass Tarkan Aslan möglicherweise sogar gegen Lucky dann wahrscheinlich das Finale bestritten hätte. Sind ja Tag-Team-Partner auch, oder? Ja, also bei der GWF nicht mehr, aber überall, bei WXW. Sonst überall. Ja. Sogar WXW-Champion. WXW-Tag-Team-Champions in Ungarn. Und auch hier hat man ja am Ende eher so eine als Teammate dargestellt, ne? Nicht. Gut. Kommen wir mal zu diesem angesprochenen Tag-Team-Partner und kommen zum Match zwischen Lucky Kid und Juvenile X. Ja, was kann man darüber sagen, Alex? Ich habe von einigen Kommentaren gelesen, dass das Match eigentlich ziemlich gut war. Und ja. Ich kann es nicht hundertprozentig nachvollziehen, warum die es abfeiern. Ich fand es okay. Es war schon, also wenn ich die ganzen Matches so an dem Tag mal zusammenfasse, war es schon ziemlich gut. Auf jeden Fall nicht Match des Abends, was da einige geschrieben haben. Also es war okay. Es war ein solides, technisch gut geführtes Match von beiden Seiten. Ich meine, ich mag Lucky Kid eigentlich ziemlich gern, muss ich sagen. Also den kannte ich auch schon vorher. Auch jetzt wieder bei der WXW war, der war auch direkt mal mit auf Tour mit den Young Lions und so weiter. Habe ich ihn auch direkt ein paar Mal live gesehen. Also ich mag den echt gern. Der hat für mich auch so, er ist halt noch ziemlich jung. Aber ich finde, der hat so eine gewisse Ausstrahlung. Also ich will nicht sagen, dass er einen It-Factor hat, aber er
kommt gut an, finde ich. Also, und auch dieses, der so ein bisschen durchgeknallt, was er jetzt so ein bisschen darstellt, so beim Entrance und auch während des Matches. Also, mhm. der hat auf jeden Fall was und ist auf jeden Fall ein ziemliches Talent, was man so in Deutschland hat. Und dass der dann auch wirklich dann Deutschland weiterhin vertreten darf, dann auch, gewinnt ja auch sein Finalmatch dann, kann ich durchaus nachvollziehen. Also, mit dem, glaube ich, haben wir noch viel Spaß in Zukunft. War ja auch schon mal in Japan, ne? Also, eben der Stint bei einem Michinoko Pro. Michinoko? Nee, Kai and Tai Dojo. Kai and Tai war ja. Ja, genau. Also halt bei, genau. Bei Michinoko in der Showschule. Genau, genau. Ja, und gut, Juvenile X kennt man natürlich von der NEW, das ist natürlich bei mir direkt in der Nähe, Nürnberger Gegend, habe ich auch durchaus schon öfters mal gesehen. Ist ein guter Mann, hat ja auch seinen WWE-Tryout gehabt, jetzt vor ein paar Monaten, war auch mit dabei. Der ist gut im Ring, aber der hat für mich eben nicht genau das Gegenteil von Lucky Kid. Dem fehlt, ich finde ihn irgendwie langweilig. Also der ist echt gut im Ring und so weiter und der macht seine Sache gut, aber irgendwie hat er absolut kein Charisma und keine Ausstrahlung. Ich fand halt diese ganzen Chants mit Arschgesicht ziemlich witzig. Ja, das ist uns dann irgendwann aufgefallen, dass er sein got his own face on his ass. Ja. Das hat halt wirklich von der Stimmung dann auch irgendwann wurde es einfach getragen, das Match. Ja, deswegen, das kommt auch hier wieder nicht richtig gut rüber, wie ich finde. Vom Sound her auch muss man sagen, dass die Kommentatoren Alex Shane und, wie heißt er, Leif Bradshaw, Dave auch, Bradshaw. Ja, genau, Dave, da überhaupt nicht drauf eingegangen sind, wirklich. Ich glaube, der eine hat mir gedacht, dass Arschgesicht wirklich sein Spitzname ist, weil der hat andauernd irgendwie Arschgesicht gesagt, irgendwie die ganze Zeit über. Ich glaube, der dachte dann, Juvenile X ist wirklich, ist das sein Nickname quasi, Arschgesicht. Ich glaube, das hat er irgendwie mal durcheinander gebracht. Ne, ist aber egal. Ja, wie gesagt, das Match war gut, es war ein technisch gutes Match. Durch Lucky Kid hast du halt immer diese High-Flying-Komponente jetzt mal auch jetzt mit reingebracht. Hattest du in anderen Matches jetzt nicht wirklich. Der Mac hat jetzt im Match vorher nicht wirklich viel High-Flying gemacht und hier im Lucky Kid hat direkt mal einige High-Flying-Spots mit reingebracht. Kommt natürlich immer gut, vor allem beim Live-Publikum. Ja, am Ende gab es den Dragon Suplex-Pin von Lucky gegen Juvenile X. Ja, wie gesagt, ist. Wenn man überlegt, dass Juvenile X der NEW-Champion ist, kommt der Sieg von Lucky Kid vielleicht ein bisschen überraschend, vor allem wenn man auch weiß, dass eben Juvenile X dieses Trial bei der WWE hat. Da könnte man eigentlich denken, dass er ein höheres Standing hat als Lucky Kid, aber scheinbar wollte man hier wohl Lucky Kid dann trotzdem den Sieg geben und ihm auch dann eben auch das Finalmatch geben, den Sieg. Man hält sehr viel von Lucky Kid und ich finde es gut. Und du wirst sicher bestimmt auch über seinen Gegner dann beim Endturnier, da wirst du bestimmt die Augen über. Einer meiner absoluten Favorites momentan im Wrestling überhaupt, nämlich Hiromu Takahashi von den Los Ingobernables de Japón. Der Kerl ist einfach pures Gold. Der wird definitiv für mich auch nominiert als Aufsteiger des Jahres und Wrestler des Jahres. Der ist so pures Gold. Und ich bin da wirklich gespannt, wie er da mithalten kann, weil das ist wirklich einer der Besten im Junior-Heavy-Bereich. Und ich erspreche mir wirklich ein schönes Sportfestival und ich hoffe, Lucky Kid kann da gut mithalten. Also das wird richtig, richtig gut. Könnten Showstealer werden, ne? Könnte auf jeden Fall ziemlich gut werden, wobei die anderen Matches natürlich, die man hier hat, also Osprey gegen Rey Mysterio, aber vielleicht kommen wir später nochmal drauf, was ausgelost worden ist. Aber ich glaube, das könnte ziemlich gut werden. Ich hoffe, Lucky Kid liefert da richtig ab, dass er gegen Hiromu gewinnt. Ich glaube, die Chancen stehen bei 2%, würde ich mal so behaupten. Ja. Weil da wird es nichts zu holen geben, aber ich hoffe, der vertritt uns gut, liefert ein ordentliches Match ab und gerade Lucky Kid ist noch so jung, dem gönne ich halt auch wirklich so einen Erfolg, dass er dann Deutschland vertritt würdig und ja, Match, wie gesagt, war, sag ich mal, ich fand es nicht so gut, wie es gemacht worden ist im Internet, aber trotzdem war für die ganzen Matches auf der Card eines der besseren Matches. Ja, Philly. Oh je, oh je. Ich glaube, ich schlage jetzt so richtig in die Stimmung rein. Das ist scheiße. Ja, scheiße ist vielleicht noch das Wort ist halt ein bisschen stark. Ich komme ja auch aus Bayern, ja. Mhm. Und war aber noch nie bei einer New Show. Kenne aber einige, die schon bei Shows waren und auch sich das regelmäßig anschauen. Ich habe auch jetzt schon mal ein paar Shows von New mir irgendwie, weil es mir immer wieder empfohlen wird, angeschaut. Kann man sich bei Rocket Beans angucken? Ja, bei Rocket Beans oder ich habe es halt sonst irgendwie mal angeschaut, weil es mir jemand was empfohlen hat.
Und ich finde es einfach nicht gut. Ich finde einfach, das ist, die ganze Liga ist für mich, was Deutschland angeht, das Schlechteste halt, was ich kenne. Und das, ich weiß, dass ich damit ganz vielen auf die Füße trete. Und es tut mir auch leid, weil ich bin normalerweise jemand, ich finde es einfach nur wichtig, dass man Zeit investiert in Wrestling-Shows und man sollte eigentlich jede Liga unterstützen. Aber ich und New, das passt irgendwie gar nicht. Hm. Und Juvenile X ist halt einfach dieser New Guy. Und von dem höre ich auch immer so viele große Sachen. Und ich habe mir gedacht, so, hey, jetzt ist er bei diesem World Cup dabei, hat irgendwie so einen Jüngling-Tag-Team-Wrestler als Gegner. Das wird jetzt sicherlich gemacht, einfach um ihn aufzubauen. Ich sehe ihn mal, wie er ist, wenn er nicht bei New ist. Ich bin einfach sehr gespannt reingegangen in das Match, weil ich mir gedacht habe, komm, Juvenile, zeig mir, was die Leute in dir sehen. Zeig mir, warum du so gut bewertet wirst und alles Mögliche. Und ich habe mich so drauf gefreut. Ich fand Lucky Kid als Gegner, ich kenne ihn nur als Tag Team Wrestler, so als Single Wrestler, wenn ich ihn noch nie gesehen hätte oder so, wüsste ich auch überhaupt absolut nicht, was er irgendwie darstellen sollte. Er ist halt, natürlich sind die Gimmick-Ansätze da oder so, aber es war halt einfach, ich fand das Match, ich merke immer daran, wenn mir Matches so gar nicht gefallen, wenn ich immer unten auf die Zeit schaue, mir überlege, wann das Match angefangen hat und dann darüber nachdenke, wie lange es noch dauern könnte. Also ich wollte quasi, dass das Match zu Ende geht, weil es mich absolut nicht gekriegt hat. Und das finde ich einfach schade, weil ich bin wirklich nicht reingegangen und mir gedacht habe, das kann ja nichts werden, sondern ich wollte wirklich überzeugt werden. Und es hat es leider einfach gar nicht geschafft. Und ich muss sagen, von den Qualifying-Matches leider das Schlechteste, was ich gesehen habe. Da kann man jetzt natürlich wieder sagen, ja, ist doch so schön, dass Meinungen auseinandergehen, aber mir tut es wirklich leid, weil das zwei Leute sind, denen ich einfach gewünscht hätte, dass sie da ein geiles Matchup liefern, wo die Leute danach sagen, so, boah, geil, ja, Deutschland hat voll viele Talente und so. Aber ich finde, dieses Match hat einfach dem Ganzen überhaupt nicht gut getan. Und zu allem Überfluss hatte es dann auch noch den falschen Sieger in meinen Augen. Und wenn man jetzt natürlich das Turnier jetzt noch weiter anschaut und sieht, dass derjenige dann auch noch den zweiten großen Namen in diesem Turnier, der halt einfach für das Prestige dieses Qualifiers sehr wichtig ist, auch noch rauskegelt. Mich hat es halt leider, die Leistungen haben mich enttäuscht. Und wenn man dann im Endeffekt das Ergebnis sieht, als er dann das Match gewonnen hatte, habe ich mir gedacht, so, ja, okay, gut. Kämpft halt ja dann gegen der Mac, ne? Dann ist halt der Spuk vorbei, sage ich jetzt mal. Deswegen vielleicht die Leistung von Lucky Kids und auch Juvenile X plus diese Booking-Entscheidung vielleicht oder höchstwahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich, als die Show zu Ende war, mir gedacht habe, so, oh, scheiße. Irgendwie habe ich mir mehr erwartet oder irgendwie habe ich gehofft. Ich weiß nicht. Du schaust dir so diese Mexican Qualifiers an und denkst dir danach, Alter, mexikanisches Wrestling ist eigentlich so geil. Warum macht AAA so viel Scheiße? Oder du schaust dir Japan an und denkst dir sogar quasi die absoluten, sage ich mal in Anführungszeiten, zurzeitigen Jobber Japans haben es auch noch übelst drauf. Japanisches Wrestling ist so geil. Du schaust dir den Schottischen an und denkst dir, da sind Leute dabei, von denen habe ich noch nie gehört und sie überzeugen mich. Genau das habe ich mir für Deutschland gewünscht, obwohl ich die Leute schon kenne, dass halt einfach andere Leute sich das anschauen können. Irgend so ein Pimpf aus Australien oder so und sich dann denkt, wow, German Wrestling seems to be nice oder irgendwie sowas. Und das war es für mich halt leider einfach nicht. Und ich glaube, zum großen Prozentteil lag es halt einfach. Und mir tut es wirklich leid, dass ich da den Daumen so drauflegen muss an Lucky Kid und an seiner Leistung und auch daran, dass er zu dem Sieg gebracht wurde. Okay. Ja, das ist halt, ja, ist auch mal Geschmackssache halt einfach, ne? Ja. Es geht halt echt weit auseinander. Ich fand es also wirklich live wirklich, wirklich gut. Es hat mir wirklich richtig gut gefallen.
Ja, wie gesagt, es kann man kann da halt nicht so pauschal sagen, das liegt daran, sondern es ist halt Geschmackssache, ne? Was du ja sagst, dir hat der mexikanische Qualifier gefallen. Zum Beispiel Frankie, der ja auch großer, großer Mexiko-Fan ist, hat es komplett zerrissen, weil es ihm nicht gefallen hat. Ne? Ich würde zum Beispiel sagen, über den japanischen Qualifier würde ich zum Beispiel sagen, ja gut, sind alle von New Japan dabei, habe ich jetzt so auch schon 20, 30 Mal gesehen. Ne? Es ist immer eine Geschmackssache. Und ich glaube schon, dass man bei What Culture sich dabei auch was gedacht hat. Lucky Kid ist halt noch jung und ausbaufähig noch. Und ich glaube, er wird enorm davon profitieren. Wobei, du weißt es ja nicht, du hast ja gesagt, zum Beispiel X hatte sein WWE-Tryout. Es ist ja halt im Moment irgendwie, weißt du immer nicht, geht er, geht der nicht, ist ja hier noch, wie lange ist noch irgendjemand verfügbar, was du ja zum Beispiel über The Mac gesagt hast. Und da weißt du es halt nicht, ob das so eine unsichere Karte ist. Und Lucky Kid hat man jetzt irgendwie erstmal nicht gehört, dass er auf einem WWE-Tryout war. Und deswegen kannst du es auch da besser mit planen. Das ist halt irgendwie im Moment eine seltsame Zeit für Independent Bookings und solche fortlaufenden Sachen, siehe Drew McIntyre. Mhm. Ja, ist das beste Beispiel für dieses Turnier. Dass du nicht von heute auf morgen sich alles verändern kann. Und dann spielen eine sichere Karte. Ja. Würde ich mal so sehen. Und so schlecht, also wie du sagst, würde ich es nicht sehen. Klar gab es bessere Matches an dem Abend, aber so schlecht würde ich es jetzt nicht machen. Aber gut, wie gesagt, es ist Geschmackssache. Ja. Dann würde ich schon mal sagen, Philly, und kannst du gleich sagen, weitermachen und mir mal erzählen, das Showcase Tag Team Match von Tony Harting und Ronaldo Shakiri gegen die Hunter Brothers. Hat es dir besser gefallen? Ja, es hat mir besser gefallen. Ich kenne die Hunter Brothers erst so, ja, eigentlich so seit 2017, würde ich sagen. Warum lachst du? Sind aber schon 20 Jahre dabei, ne? Also, ja. Das ist der Punkt. Ich habe denen ja auch angesehen, dass sie nicht erst seit einem Jahr wrestlen. Aber es ist halt nun mal leider so, dass sie noch nie in einer Liga zumindest aufgetreten sind, wo sie mir, vielleicht habe ich sie sogar schon mal gesehen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich meine, dass Progress. Ja, da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Ich auch. Wann waren die denn bei Progress? Anfang, März irgendwann haben sie gegen Ringkampf gekämpft. Dann habe ich sie auf gegen die verloren und haben danach ein Tag-Team-Title-Match gehabt sogar. Also, okay, dann habe ich sie auf jeden Fall schon bei Progress gesehen. Dann habe ich sie auf jeden Fall schon bei Progress gesehen, weil bei Progress habe ich seit 2-3 Jahren, glaube ich, keine Show mehr verpasst. Zumindest seit 2 Jahren auf jeden Fall nicht. Schau, dann habe ich sie gesehen, aber ich muss wirklich dazu sagen, ich schaue so viel Wrestling, dass ich man teilweise kann sich nicht mal an alles erinnern, ne? Ja, mir ist es schon passiert, dass ich eine Show angeschaut habe. Und ich schaue die Show eine halbe Stunde, bin beim dritten Match und ich denke mir, scheiße, die habe ich schon gesehen, letzte Woche. Und also wirklich, das ist dann irgend so eine kleine Indie-Show, nicht irgendwas Großes, wo es mir dann sofort auffällt, sondern es ist halt irgendwie, ne, vielleicht lass es mal Fight Pro aus England gewesen sein oder Lucha Forever oder irgendwie sowas. Aber es passiert mir tatsächlich. Okay, ja. Yeah. Ich glaube, ich habe den Faden vorbei, genau, Hunter Brothers. Haben mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und mir gefällt auch dieses Shakiri und wie heißt der andere? Tony Harting, genau, der Tiger. Gefällt mir das Team ganz gut und die beiden habe ich kennengelernt bei dem, hieß es Courage. Ja genau. Die habe ich kennengelernt und ich finde, die hat man super, da hat man einen super Job gemacht, die wirklich vorzustellen, was ja auch der Sinn von diesem Format war auf YouTube, aber und dadurch habe ich die kennengelernt, weil das auch einfach das erste Mal war, dass ich richtig GWF geschaut habe. Genau, deswegen fand ich die Ansetzung interessant. Ich finde es okay, dass die Hunter-Brüder gewonnen haben, obwohl man sich in Deutschland befindet und das ja eigentlich bei der GWF-Crowd, ich würde jetzt mal annehmen, dass die meisten da GWF-Fans sind, eben in Berlin, wenn da sowas läuft. Kann man das schon machen und ich finde, die haben absolut
das gezeigt, was Tag Team Wrestling eben ausmacht. Also es war einfach eine schöne Chemie drin, eine schöne Geschwindigkeit. Sauber war es. Also es ist vor allem die Hunter-Brüder haben wirklich eine sehr schöne Präzision, sage ich jetzt mal, in ihren Attacken. Sehr sauber. Ja, sehr, wahnsinnig, als würdest du jemandem im Training etwas beibringen wollen, so sah das aus. Also wirklich, du konntest alles genau sehen, wie es gemacht wird und so. Also mir hat es sehr gut gefallen und deswegen Daumen nach oben für das Tag Team Match. Vielleicht sogar von den Nicht-Turnier-Matches, obwohl da so viel anderes aufgefahren wurde, vielleicht sogar das für mich das, was mir am besten gefallen hat. Ja, würde ich auch mitgehen sogar. Mache ich ganz kurz. Ich denke mal, es war auch eine Art Lehrstunde, würde ich mal behaupten, für das für Harting und Shaqiri, um sich als Team noch besser zu finden. Und was passt, kriegst du besser als so ein 20 Jahre Veteranenteam, die dir zeigen, Kniffe, Tricke zeigen können. Es ist quasi wie eine Trainingsstunde auf einer Show, würde ich das mal behaupten. Und es war wirklich toll. Es hat mir gefallen, dieses Team Harting, Shaqiri wächst halt immer mehr zusammen. Und ja, wie gesagt, ich habe das auch, als es mit Courage ging, war ich ja bei den Tapings auch da. Und da musste ich sagen, hat mir das Ganze noch nicht so gefallen. Es wirkte alles sehr zusammengewürfelt und unharmonisch, aber es hat sich mittlerweile gefunden. Ja, und ja, Hunter Brothers, muss ich sagen, ich habe, wie wir sie bei Progress im Podcast hatten, habe ich sie gesagt, die Jungs sehen halt so aus, als wären sie Jobber aus den 90ern. Ja. Sie haben halt echt keinen Look, gar nichts. Vielleicht tut mir auch leid, das ist, aber sie sind halt gut. Sie sind gut in dem, was sie tun und sie überzeugen. Weißt du, ich habe sie gesehen, dachte so, um Gottes Willen, wer sind die denn? Aber sie überzeugen mit ihrer Art und Weise. Sie sind sehr sauber, sie wissen, was sie tun. Sie sind, was Philly sagte, sehr präzise. War wirklich ein tolles Match und hat auch ein bisschen Comedy mit Elemente mit drin gehabt, mit der, wo ein Hunter Brother den anderen Hunter Brother gepowerbombt hat. Es war für die Stimmung in der Halle war es super. Ja, Alex, wie siehst du das? Ich unterschreibe alles, alle geäußerten Sachen genau so, weil ich fand es auch für mich wirklich auch das. Eigentlich das wäre das Filler-Match gewesen, was das jetzt gereicht. Die anderen weg damit, das wäre das einzige Match gewesen, okay, das kann draufbleiben auf der Karte, weil es wirklich gut war. Ja, wie gesagt, das Match war gut, das haben wir ja alles besprochen, oder ihr zumindest. Ich muss halt sagen, ich finde die Hunter Brothers plus Tony Harding, also stinklangweilig. Die haben ja nichts, also rein gar nichts. Das ist ja null Ausstrahlung. Ich habe ja Tony Harding, der hat ja auch, der war auch auf der WXW-Tour dabei und den habe ich auch schon live gesehen eben. Ich meine, der hat einen Körper, wunderbar, der ist gut trainiert, der ist auch ziemlich agil und der ist auch ziemlich beweglich für seine Masse und für die Größe, die er hat. Aber der hat für mich auch so absolut null Ausstrahlung. Der ist für mich so absolut komplett aalglatt. Da gibt es keine Kanten, da gibt es nichts. Und solche Typen finde ich persönlich jetzt nicht so wirklich gut. Also bei mir kam man nicht an. Da finde ich zum Beispiel einen Shaqiri, der eigentlich ähnlich gebaut ist, aber der hat für mich so ein bisschen einen Effekt, beziehungsweise er hat einen Effekt. Also auch sein riesiges Tattoo, was er hat, auf dem ganzen Arm bis über die Brust gezogen. Das ist halt direkt mal ein Hingucker und so weiter. Also ich finde, der agiert auch besser mit dem Publikum und so weiter. Also also Shaqiri finde ich sehr, ist ein sehr interessanter Mann. Da werde ich auf jeden Fall auch mal ein bisschen dranbleiben und mal seinen Weg zu verfolgen, was er so in der Zukunft macht. Bin mal gespannt. Also den finde ich auch sehr gut auf jeden Fall. Auch von technisch sehr sauberer Wrestler. Ist, glaube ich, auch noch relativ jung. Mhm. Und ich glaube, dem ist auch so einer der Talente, sage ich mal, neben auch ein Lucky Kid, sage ich mal, der wird vielleicht auch in Zukunft noch von sich hören lassen. Also da wird doch einiges kommen, würde jetzt mal so grob einschätzen. Ich würde auf jeden Fall, also bei mir, das war das erste Match, was ich von ihm gesehen habe und direkt mal einen sehr, sehr positiven Eindruck hinterlassen und interessanter Mann auf jeden Fall. So, wie gesagt, Tony Harding, der ist auch ein guter Mann, aber der hat einfach für mich fehlt in die Ausstrahlung, also der Tiger aus Berlin, das ist auch so ein beschissener Zusatzname, also dieser Nickname, finde ich auch irgendwie bescheuert irgendwie. Also da muss man ein bisschen was am Charakter machen. Ansonsten so ein Hunter Brothers,
Eigentlich fand ich diesen Vergleich mit Jobber aus den 90ern nicht wirklich sehr treffend. Das passt auch einfach, aber die sind auch wirklich verdammt gut. Also da kann man auch. Also das sind halt so typische Indie-Guys quasi, die haben keine Ausstrahlung, die haben nichts, aber die können halt wrestlen und genauso war es. Die haben mir den. Ich denke, Tony Harding und Shakiri, die haben da mit Sicherheit, konnten einiges lernen von den beiden Jungs. Auch am Ende nochmal Umarmung und so weiter. Also ich glaube, die hatten alle Spaß in dem Match. Hatte auch eine relativ gute Länge. Das Publikum war gut drin, ich hatte meinen Spaß, also das war wirklich ein schönes Match. Also ich würde auch sagen, abgesehen von den Turniermatches, fand ich das Match eigentlich auch wirklich mit am besten. Also hat genau gepasst auch eben, weil du hast jetzt nur Singles-Matches gehabt, jetzt die ersten vier und dann eben so ein schönes Tag-Team-Match, wo ein bisschen High-Flying mit drin war, schönes technisches Wrestling, bisschen Comedy, wie du es gesagt hast, wunderbar. Also genau zur richtigen Zeit gebracht, das Match. Jawohl. Darf ich noch was zur Filler-Thematik sagen, also diese Filler-Matches, weil du gesagt hast, also der Alex, dass er das Match super fand als Filler und die anderen beiden hätte es nicht gebraucht. Und ich finde es nämlich. Bitte? Die anderen drei hätte es nicht gebraucht. Achso, es waren drei sogar? Ja, das waren eins, zwei, oh, das drei, war furchtbar. Drei Matches noch. Das dritte auch wieder ein. Ja, okay, ja. Auf jeden Fall. Muss ich nicht dazu sagen. Du kannst die anderen Filler-Matches, ja, hast ja sogar ein World Title Match, aber du bist halt irgendwie fernab von deiner Basis. In einem Land, wo wahrscheinlich noch nie jemand bei einer deiner Shows war, oder vielleicht ganz wenige. Und wenn du dann so ein World-Title-Match machst, du kannst ja eigentlich nur irgendwie, wenn du zwei große Namen gegeneinander antreten lässt, irgendwie nur so ein School-Finish machen, wie sie es halt eben gemacht haben. Und du kannst nicht den Titel wechseln lassen, du kannst sonst nur vielleicht irgendwie einen kleineren Namen gegen ihn antreten lassen und clean zu gewinnen und lauter sowas. Und deswegen fand ich dieses Match halt einfach genau richtig, weil es ist kein Titelmatch, es geht um nichts und trotzdem macht es total Sinn. Du hast dieses Veteranenteam, was mitgeflogen ist, mit nach Deutschland und du tust diese zwei jungen deutschen Wrestler, die sich gerade in einem Team finden, da reinstecken und du hast wirklich einfach dieses Thema erfahren gegen unerfahren, Lehrstunde, wie er es auch immer genannt hat und es macht richtig, richtig Sinn, das ist richtig gut aufgegangen und das ist einfach viel natürlicher und viel besser, wie wenn du irgendwie versuchst, auf der Karte Titelmatches unterzubringen, die du aber dann eigentlich nicht richtig durchziehen kannst. Mhm. Deswegen muss ich sagen, einfach genau die richtige Idee gehabt und genau wie der Alex gesagt hat, genau zum richtigen Zeitpunkt das richtige Match gebracht und die Leute, die im Match drin gestanden sind, haben auch noch genau das Richtige gemacht. Nach diesen ernsten Qualifying-Matches, wo es um so viel geht, auch vor allem für die kleineren Wrestler, wo ja auch viel Druck dahinter ist, haben sie es wirklich geschafft, sie uns ein bisschen aus dem Turnier rauszuholen und wirklich ein bisschen es aufzulockern. Das ist richtig. Weil wir jetzt gerade bei den Filler-Matches sind, dann kann ich es vielleicht gerade mit einschmeißen. Überhaupt muss ich mal sagen, warum bringt man hier vier Filler-Matches nacheinander? Du hast eine 3-Stunden-Show und packst 10 Matches auf die Card. Plus noch eine Promo von Spalter, eine Promo von Joe Henry, plus noch diese Vorstellungsvideos am Anfang. Und das packst du alles in eine 3-Stunden-Show. Das ist für mich absolut too much und es ist fast schon WCW 2000-Verhältnis. Aber da hat man genauso hier Match-Cards gebucht mit 10 Matches. Und ich meine, wie es Philly eigentlich auch gemeint hat, wir kommen jetzt drauf, warum braucht, also überhaupt die Leute, wo ich rübergeschickt habe, waren den meisten unbekannt. Dementsprechend gab es auch andauernd Who Are You Chants. Ich kannte nur einen nicht. ich kannte eigentlich einige nicht. Okay. aber wir kommen ja eh gleich darauf zu sprechen. Aber ja, machen wir im nächsten Match. Warte, Joe Coffey gegen Gabriel Kidd. Richtig. Möchte ich kurz vorweg machen, und zwar hat es mich verwirrt. Okay. Joe Coffey, habe ich das letzte Mal, als ich What Culture gesehen habe, ist ja Teil von Prestige. Da kannst du mir gleich bestimmt ein bisschen helfen, Philly, wenn du das alles gesehen hast. Ist er da raus? Nö. Weil er nämlich astrein Face geworkt hat in dem Match. Ich habe das letzte Mal gesehen beim schottischen Qualifier, glaube ich. Also ich mag Joe Coffey, muss ich erstmal vorweg sagen. Ich finde diesen Typ großartig. Freue mich auch schon auf meinen Schottland-Besuch im November. Die Frage, die ich mir halt einfach nur stelle, ist, er kommt
sonst ich ihn gesehen habe, wenn Prestige, schwarze Klamotten, schwarze Gear. Hier hat er wirklich bunte Gear an, blaue Hose, rote Schuhe, rote Socken und solche Sachen. Und hat sofort beim Einzug vermittelt, Leute, hier, ich mache jetzt Partytime. Mhm. Man muss dazu sagen, es waren 20 bis 30 Schotten in der Halle. Okay. Die ab dem Zeitpunkt komplett steil gegangen sind. Den einen habt ihr bestimmt auch öfter mal gesehen. Der war nämlich im Grado-Cosplay da. Ja, ja, haben die Kommentatoren auch immer wieder angesprochen. Der war sehr lustig. Vor allem, da sich die Bierbecher hinter uns stapelten. Also, die haben da bestimmt irgendwas zwischen 150 und 200 Bier vernichtet an dem Abend. Und waren auch richtig gut dabei, was Stimmung anging, irgendwann. Es ging in dem Match Juvenile X und Lucky Kid los mit Owen Face on his ass. Da sind die sofort drauf angesprungen. Und dann da haben sie dann halt wirklich durchgehend Stimmung gemacht auch. Wie gesagt, ich war total verwirrt, weil Coffee hier wirklich nicht komplett Face, aber auch nicht Heel gewirkt hat, dass dieses Prestige nicht hat raushängen lassen. Ich denke, dass das einfach damit zu tun hat, dass so eine Show in Deutschland... Ja, aber du präsentierst es ja im Produkt selber. Natürlich, natürlich. Und YouTube. Und ich hatte erst gedacht, dass man das Match vielleicht auch gar nicht zeigen wird. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dieses Match soll gar nicht gezeigt werden, sondern es ist nur für die Halle. Als ich dort war. So Hausshow-mäßig da. Genau, genau, dass du so nochmal was für die Präsentation, für die Fans hast. Ja, ja, vielleicht musst dazu wissen, dass die Leute, die ja What Culture machen, ja, oder die Liga machen, ja wirklich keine jahrelang erfahrenen Promoter sind, die nach irgendwelchen Regeln spielen oder nach irgendwelchen Gesetzen spielen, die es schon sehr lange gibt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man das immer merkt oder so, weil ich finde, dass sie auch sehr viel richtig machen. Aber ich denke, dass zwei Möglichkeiten. Erstens, die Talenten gesagt, die mit nach Deutschland fahren, hey, ihr könnt ja mit nach Deutschland kommen, macht euch da eine schöne Zeit, habt Spaß in euren Matches, und macht das mal so, wie ihr wollt. Oder das Zweite ist, die sind einfach da angekommen und haben gesagt, so, hey, wir sind hier in einer deutschen regionalen Show und wir haben irgendwie 40 Schotten da rumstehen. Du darfst heute dein Face-Schotten-Gimmick irgendwie raushängen lassen. Ja, er war ja der Iron Man, ne, an dem Abend. Ja, genau. Er hat ja auch die Musik gehabt, dieses... Ja, es kam durch auf jeden Fall, ne? Das, ja, genau. Mit dem Prestige-Geheule zwar vorweg, aber... Ja, ja. Und das hat er normalerweise nicht, weil bei Prestige haben sie normalerweise alle dasselbe. Genau. Das ist mir vor allem bei dem letzten Rumble aufgefallen, weil wenn ein Prestige-Mitglied zum Ring kam, ist immer exakt dasselbe Video, exakt dasselbe Lied. Wie beim schottischen Qualifier halt auch, ne? Du hast ja das irgendwie 5-6 Mal am Abend gehabt. Ja. Ja, deswegen denke ich, dass das einfach so war, aber er ist auf jeden Fall storyline-technisch, gab es da überhaupt noch keine Rauswürfe, Veränderungen oder so, da ist alles genauso wie es noch war vor längerer Zeit. Also da kann ich mich nicht dran erinnern. Und in letzter Zeit gab es ja auch nicht so viele What Culture Shows außerhalb vom World Cup. Erstens, weil man sich eben auf den World Cup konzentriert hat und zweitens, weil es Loaded ja lange Zeit nicht mehr gab. Das kommt jetzt ja erst wieder um ein paar Wochen oder irgendwie sowas, geht Loaded ja wieder los. Genau. Wie gesagt, also ich war ein bisschen verwirrt. Ich muss aber auch sagen, dass Gabriel Kidd jemand ist, der mir dieses Jahr sehr positiv auffällt. Er sieht auch ein bisschen wenig nach was aus, da muss noch ein bisschen was kommen, aber er ist halt, ich weiß nicht, Philly, du hast den kanadischen Qualifier gesehen, ne? Ja. Ja, Alex, du auch? Nein. Nein. Dann guck dir bitte, also brauchst nicht das ganze Ding gucken, ich fand's jetzt nicht so pralle, muss ich sagen, aber das Match Gabriel Kidd gegen Zack Sabre Jr. kann man sich durchaus mal angucken. Das Duell der Lauchs quasi. War sogar das Rematch. Also es gab schon mal vor ganz, ganz langer Zeit gab es schon mal Gabriel Kidd gegen Zack Sabre Jr. Aber da war es halt noch Vorzeichen, dass Gabriel Kidd auch wirklich, da war er wirklich auf dieser Losing Streak noch, ne? Genau. Hat er irgendwie, was weiß ich, was hat er, 50 Matches in Folge verloren?
Ja. On TV, also on tape. Und jetzt hat er dann gegen Cody den Internet-Title halt gewonnen und ist jetzt auf dem aufsteigenden Ast. Muss ich euch kurz die Anekdote dazu erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Das ist nämlich so geil. Ich bin ja Abonnent von What Culture und die haben da letztens, nachdem das erste Jahr What Culture Pro Wrestling vorbei war, haben die halt Videos hochgeladen mit ganz vielen Backstage-Infos und so. Und Adam Plumpier ist halt einer dieser Macher von What Culture, der halt auch schon seit Jahren diesen Channel betreibt. Und er wurde damit beauftragt, Dezember rum einfach all das, was sie bis jetzt gemacht haben mit What Culture Pro Wrestling, in verschiedenen Excel-Tabellen als Statistiken zu machen. Wie viele Matches es schon gab, wie viele Zeiten es schon gab, Sieg-, Niederlagen-Statistiken, alles Mögliche. Und Gabriel Kidd, die meisten Matches, längste Matchzeiten und alles wahrscheinlich, ne? Ja, genau, alles sowas. Und auch einfach, wurde quasi pro Minute am besten bezahlt. Das war es wirklich nicht für die Öffentlichkeit, sondern für Business davon. Ja, zum Beispiel, wenn jemand, sage ich jetzt mal, an jedem Abend, an dem er gebucht wird, 500 kriegt, aber immer nur so 4-Minuten-Matches gerestet hat gegenüber jemandem, der immer 600 kriegt, aber immer 30 Minuten im Ring war. Solche Sachen. Das war also wirklich so ein Business-Ding, wo man sich halt ein paar Sachen ausrechnen wollte. Mhm. Und der hat das so geil erzählt, er saß das so am Abend da, hat sich so einen Gin Tonic nach dem anderen reingefüllt, weil es unglaublich langweilige Arbeit war. Es war einfach nur Namen, Statistik, Zahlen. Und in seinem halb betrunkenen Zustand hat er dann irgendwann mal die Sieges-Niederlagen-Statistik gemacht und hat sich gedacht, scheiße, Gabriel Kidd hat bis jetzt schon so viele Matches bei uns gewirkt und wir haben ihm noch keinen einzigen Sieg gegeben. Der kann doch, also der muss ja voll unzufrieden sein mit dem ganzen Dingsbums. Da ist er nicht. Dann ist er zum Management gegangen und hat halt gesagt so, hey, Gabriel Kidd hat die und die Niederlagenserie. Und dann haben die halt wirklich gesagt, oh echt, das ist uns ja noch gar nicht aufgefallen. Ja, dann müssen wir irgendwie ihm helfen, müssen wir was draus machen, dann müssen wir jetzt mal einen Sieg geben. Und dann hat Plumpier halt eben gesagt, oder wir machen diese Niederlagenserie offiziell und gehen das Risiko ein, weil ich meine, wenn du jemand anderen verlieren lässt, dann kannst du ja auch anfangen, dass alle Leute sagen, okay, er ist scheiße. Aber halt, man geht diese Niederlagenserie offiziell weiter, bringt sie als Story ins Produkt und versucht, die Leute hinter ihn zu scharen. Und das hat dann eben perfekt geklappt. Und den ersten Sieg, den er tatsächlich in der Liga errungen hat, war wirklich dann auch gleich der Titelgewinn. Und seit er mit dem Titel hat, gewinnt er halt jedes Match. Das ist so die Story drumherum. Aber ich finde es halt ziemlich witzig, weil man eigentlich denkt, diese Story, die scheint so von Anfang an perfekt durchgeplant. Aber eigentlich ist nur ein halb betrunkenen Typen mitten in der Nacht aufgefallen, dass die einen guten Wrestler bei sich im Roster haben, der noch nie einen Sieg bekommen hat. Und so ist er Internet-Champion geworden. Also ich muss wirklich sagen, Gabriel Kidd ist für mich eine der Entdeckungen 2017. Er ist auch wirklich super. Gut in dem, was er tut. Es ist ground-solide und es ist halt so ein wirklich British Wrestling, so wie man es in 2017 kennt. Top. Alex, hast du schon was gesagt? Nee, ne? Ja, wie gesagt, also Joe Coffey kenne ich zwar, ich kenne auch Gabriel Kidd, aber ich habe wirklich kaum was gesehen von denen. Und ich muss auch sagen, ich fand das Match stinklangweilig. In der Halle war es für mich eins der besten des Abends, muss ich sagen. Also es war wirklich, das hat mich mitgenommen, weil dann kommt bei mir dann auch wieder das kleine Fanherz für Joe Coffey halt raus. So. Ja, okay. Aber, ne? Für mich hat sich das Match gezogen wie Kaugummi. Ich weiß auch nicht, es hat sich ich dachte, das Ding dauert eine Stunde, so hat sich's angefühlt. Also, und ich war froh, dass dann irgendwie dann nach dem Running Big Boot, glaube ich, war es dann von Coffey gegen, oder, wer hat gewonnen? Coffey, oder? Kidd. Running Big Boot von Kidd gegen Joe Coffey und das Match hat er dann gewonnen. Aber, also für mich war das, hat sich gezogen wie Kaugummi. Also, ich bin da, glaube ich, mal eingeschlafen zwischendurch. Also, ich weiß nicht, ich kann auch mit Joe Coffey nicht wirklich was anfangen. Also, keine Ahnung. Das ist auch diese blaue Riesenbuchse, die er da anhatte, irgendwie, die hat mich schon irgendwie genervt und wirklich so ein Catcher, ne? Das ist halt echt ein Catcher, so wie man es halt aus den 90ern kennt, zum Beispiel. Auch Gabriel Kidd, das sieht halt auch so wie aus wie so ein kleiner, also der ist wie so ein 15-jähriger Schuljunge irgendwie. So ein der ist auch, glaube ich, erst
20? 19 sogar, ne? So unter 20. Der Name ist Programm quasi. Ja, der wirkt halt für mich auch so wie so ein kleiner Zack Sabre, also wie ein Lauch quasi. Also, und dann der ist auch um einiges breiter als Zack Sabre. Ja, immerhin. Also das ist etwas positiver, ein größerer Lauch ist er quasi, also im positiven Sinne, oder ein breiterer Lauch. Ja, wie gesagt, das ist zum Match selber. Wer Joe Coffey mag, wie du jetzt zum Beispiel, der wird eine Freude gehabt haben, vor allem in der Halle, glaube ich, wenn die ganzen Schatten da durchgedreht sind. Ich glaube, da haben wir natürlich einen Spaß. Ich glaube, da hätte ich auch mal einen Spaß gehabt, aber so, wenn du es so an Tape schaust, dann auf YouTube, weiß nicht, also für mich dieser Stil, auch dieser schottische Stil einfach irgendwie nicht so meins und ja. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Also, Gabriel Kidd ist vor kurzem 20 geworden. Hab's 20. Ja, okay. Aber bei dem Turnier könnte er sogar noch 19 gewesen sein. Weil es war vor, ja, aber ich glaube auch, weil ich habe ihn ja für unser Intro ganz kurz vor der, vorher nochmal kurz vor mein Handy-Mikrofon gekriegt. Hab dann noch ganz kurz so ein, zwei Worte mit ihm gewechselt. Ist ein super netter Junge. Also der kommt sehr sympathisch rüber und weiß, glaube ich, auch, was er kann und hat. Also wie gesagt, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, was natürlich daran dachte, dass ich beide sehr gerne sehe. Gabriel Kidd, wie gesagt, würde ich wirklich sagen, wenn ihr was von ihm sehen wollt, guckt euch auf jeden Fall das Match vom kanadischen Qualifier gegen Zack Sabre an, da geht es auch um den Titel. Ist wirklich ein gutes Match. Ja, können wir eigentlich schon zum nächsten gehen, ne? Dann ist es der What Culture Pro Wrestling Championship. Und zwar geht es um den Titel von Joe Hendry und er tritt an gegen den What Culture Pro Hardcore Champion, The Primate. Philly. Du musst gerade runterschlucken. Entschuldigung. Unprofessionell. Echt? Ich dachte, Alex wäre an der Reihe, deswegen habe ich mir gerade was gesagt. Okay, ich fange an, okay. Bei mir dauert es aber auch nicht lange, weil zum einen, ich kenne Primate nicht, keine Ahnung. Joe Hendry kenne ich, habe aber auch wenig von dem gesehen. Auch hier muss ich sagen, ich fand das Match stinklangweilig. Ich habe ja nicht auch, viel Match. Also Zum einen, vor allem, habe ich auch ein bisschen Kommentare gelesen und es muss wohl so ein typisches Primate-Match sein, weil irgendwie diese Brawls sind ja irgendwie gang und gäbe bei ihm. Und das Finish war ja auch irgendwie so ein Bullshit-Finish. Es soll wohl auch so ein typisches What-Culture-Finish gewesen sein. Also macht man da wohl öfter, so wie ich das gelesen habe. Kann ich jetzt nichts weiter dazu sagen, weil ich gucke halt auch fast kaum What-Culture, außer ein paar Matches mal. Aber ansonsten, ganze Events schaue ich nicht. Da weiß wahrscheinlich Philly besser Bescheid, ob solche Finishes dann öfters gibt. Aber auch hier, diese Brawlerei, diese war irgendwie 0815 und ja, die Joe Hendry Promo fand ich am Anfang eigentlich ganz cool, also hat er gut gemacht. Also am Mike hat erzähl er was gleich noch was. Da erzähl ich gleich noch was zu. Okay, ich habe auch mal auf seinem Cage-Match-Profil mal ein bisschen geguckt, wie der so bewertet wird. Der hat auch eine ziemlich hohe Cage-Match-Bewertung, also scheint ein ziemlich guter Typ zu sein. Also vielleicht gucke ich mir da mal ein bisschen, wenn ich mal Zeit habe, mal ein bisschen was von dem an. Bei dem Match muss ich. Vor allem, wenn du was von ihm sehen willst, guck dir die Sachen von Insane Championship Wrestling an. Okay. Vor allem seine Einzüge. Gut. Ja, würde ich vielleicht machen. Ich habe noch ein bisschen Urlaub. Nächste Woche habe ich ein bisschen Zeit. Vielleicht kann ich mal nachholen. Das Match selber, keine Ahnung. Ich fand es war halt ein bisschen Brawl, ein Bullshit-Finish. Ich fand es langweilig. Gesehen und vergessen. Bevor Philly, dann mach du schnell, dann erzähle ich gleich mal eine Anekdote. Okay. Also ich muss erst mal sagen, ich finde es wahnsinnig witzig, dass du Joe Hendry nicht wirklich kennst. Weil wenn du heutzutage Joe Hendry in seinem jetzigen Gimmick kennengelernt hast, dann kannst du ihn gar nicht wahrscheinlich so wertschätzen wie andere Leute. Weil Joe Hendry, sein Gimmick vor ein paar Jahren war nämlich noch, dass er zu jedem Match einen selbstgemachten Einzug hatte, wo er selber ein Lied geschrieben hat und es auch dann gesungen hat, mit eigenem Video dazu, über seinen Gegner. Das kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber zum Beispiel in seinem Match gegen Kurt Angle hat er zu dem eigentlichen Lied Born in the USA gemacht, You won the Olympic Gold Medalist and NCAA, but you are no Joe Hendry. Und hat es dann immer so gesungen und lauter sowas zu jedem Match. Banger also, Boys mit Jack Jester in my room. Das hab ich gesehen, ja. Ja, lauter sowas, jedes Mal, das war immer so witzig.
Ich war mit der Nick bei WXW in Frankfurt und da haben wir halt auch schön gebechert und dann waren wir bei ihr zu Hause im Bett und dann habe ich halt mit ihr über Joe Hendry und sowas geredet und dann sagt sie halt auf einmal so, ja, ich weiß nicht, warum der Matze und alle anderen Joe Hendry immer so abfeiern, dann habe ich ihr halt auch diese Videos gezeigt, gell? Und sie hat sich halt vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Das sind halt zum Beispiel, es gibt auch auf der Melodie zu I Believe I Can Fly, Will Ospreay Can Fly. Ja, das habe ich auch gesehen, ja. So bei, vor zwei Jahren bei Fear and Loathing also hat er Miley Cyrus Wrecking Ball umgedichtet und kam in a Henry Ball und kam in so einem großen aufblasbaren Ball zum Ring gerollt. Ja. Also ist auf jeden Fall wahnsinnig witzig. Jeder, der das nicht kennt, die sind ganz, ganz viele davon sind auf YouTube. Damit könnt ihr euch echt eine halbe Stunde füllen und lacht euch den Allerwertesten ab. Also es ist wirklich sehr witzig. Okay, jetzt zurück zum Match. Ich denke, dass das ein Match ist, was man einfach gemacht hat, um die Crowd nochmal so richtig zurückzubringen, sie richtig aufzuheizen, die Live-Crowd halt für die finalen Matches, weil so solche Brawls von Primate und vor allem solche, weißt du, man sich durch die ganze Arena prügelt, mehr oder weniger, das ist ja einfach perfekt fürs Live-Publikum. Vom Fernseher, vom Laptop, von was auch immer, kommt das nicht so rüber und ist dann auch nicht so geil. Deswegen fand ich das Match auch nicht so gut. Das Finish ist halt meiner Meinung nach, kann man so ein Dusty, also ich bringe jetzt einfach mal den Term, aber ich glaube, man nennt das Dusty-Finish. Wenn jeder in der Arena denkt, okay, der Titel ist gewechselt, aber eigentlich ist es dann doch anders. Man kann es schon auf jeden Fall bringen. Es macht halt dann nur so, wie sie es gemacht haben, überhaupt keinen Sinn, weil Joe Hendry ja den Schiedsrichter, den Referee, den Referee vor sich zieht und Primate ihm dann aus Versehen ein Spear gibt, weil Hendry eben ihn vor in sich gezogen hat. Und dann ein anderer Referee kommt, um den Free Count zu zählen und dann zu sagen, machen wir doch nicht wegen Disqualifikationen. Ich finde das total idiotisch, es macht überhaupt keinen Sinn, weil es war aber kein zweiter Referee da. Also es ist kein anderer gekommen. Wie war es dann? Aber der Freecount? Nee. Der wurde noch von dem, es wurde kein, das war eine Aufgabe von Hendry. Hat getappt. Schau, so Hendry hat getappt in so einem Million-Dollar-Dream-Ding. Ja, das ist ein Prime-Joke. Genau. Da hat er drin getappt. Und daraufhin wurde dann die Ringglocke geläutet. Und die Kommentatoren haben das, glaube ich, so dann später irgendwie erklärt, dass es einen kurzen Wortaustausch zwischen Hendry und dem Ref gegeben hätte, dass es jetzt vorbei ist und Hendry daraufhin abgetappt hat schon. So habe ich das verstanden. Mhm. Und die Disqualifikation, und die Disqualifikation aufgrund dessen dann erfolgt ist schon. Und Primate halt dachte, okay, weil er getappt hat, hat er jetzt den Titel gewonnen. Mhm. Aber ich gehe doch richtig in der Annahme, dass das offizielle Ergebnis dann war, dass Joe Hendry durch Disqualifikation gewonnen hat. Nein, verloren hat. Durch Disqualifikation verloren. Okay, ja. Dann macht es wenigstens noch ein bisschen mehr Sinn. Weil ich nämlich gewonnen hat Primate. Er hat gewonnen durch Disqualifikation. Okay. Jetzt macht es wenigstens ein bisschen mehr Sinn. Dann habe ich es einfach. Hast du auf einmal ein ganz neues Blick. Ja, ja, voll. Das tun sich auf einmal Welten auf. Mhm. Nee, das kann man schon so machen. Jetzt dazu, dass das öfters bei What Culture so ist, seitdem es diese Hardcore-Matches gibt von Primate, in der Tat ist er viel in der Arena unterwegs. Aber das waren immer alles eigentlich jetzt so Gimmick-Matches. Das hat Primate aber schon außerhalb von What Culture sehr, sehr oft gemacht. Okay, aber als Primate quasi debütiert ist in What Culture, war das noch nicht so. Da war er einfach dieser Zerstörer im Ring. Und jetzt und erst über die letzten Monate ist es halt, dass er immer diese Gimmick-Matches gehabt hat. Hat auch tolle Hardcore-Matches gegen Batman und John Klinger gehabt. Herr Bock. Hat er den Titel gewonnen? Ja, das war dann. Aber der hatte die Matches ja, glaube ich, schon davor. Das war dann das endgültige Match um den Titel, aber er hatte ja davor schon Hardcore-Matches. Ja, klar. Genau, also deswegen
Es ist schon so, aber normalerweise waren es so Gimmick-Matches, wo dann auch viel Action im Ring noch war und dann fand ich das besser ausgeglichen. Da war es mir zu viel nach außen verlegt. Und was dazu ist, dass solche Screw-Finishes oder solche Dusty-Finishes öfters bei What Culture sind, das auf jeden Fall nicht. Was halt oft ist, du hast halt eigentlich kaum einen großen Main-Event oder kaum einen großen Angle mit Titelwechsel oder was auch immer, ohne dass einer von diesen YouTube Guys involviert ist. Genau, involviert ist. Und was ich halt eher so verstörend finde, dass absolut jeder von den großen Typen da in dieser einjährigen Geschichte dieser Liga schon Face, Heel, wieder Face und wieder Heel war. Also alle 2 Monate sind auf einmal die größten Arschlöcher, die eigentlich versuchen, die Liga zu zerstören, wieder die die Liga retten und andersrum. Und das wechselt andauernd. Das ist mir einfach zu früh und zu viel. Na gut, das ist dann das kriege ich leider so nicht mit, ne? Also, genau, das okay. War aber, weil du gesagt hast, das haben da so Leute geschrieben. Und das ist in der Tat so, dass das manchmal so ein bisschen, dass man das dann nicht mehr so wirklich ernst nehmen kann. Vor allem ist es ja quasi, dass es ihr Beruf ist ja bei diesem, ist dieser Channel. Ja. Und desto erfolgreicher diese Liga wird, desto mehr werden sie ja wahrscheinlich auch einfach verdienen und desto besser ist es für sie und sie setzen ja alles daran, dass diese Liga erfolgreich wird. Und dann ist es halt einfach komisch, wenn teilweise diese Leute dann wieder gleichzeitig versuchen, die Liga zu zerstören oder die Macht an sich zu reißen und keine Ahnung, das passt irgendwie alles nicht so ganz gut zusammen. Ich glaube, da müssen sie sich noch ein bisschen finden und ich kann mir gut vorstellen, dass die damit gemeint haben, ja, das ist bei What Culture normal, dass es immer diese, also sehr selten einfach klare, cleane Entscheidungen gibt, wenn es darum geht, dass es um was geht, um Titel, um den neuen General Manager oder was auch immer. Ja, ich will gar nicht so sehr auf dieses Match so eingehen, weil es jetzt auch nicht wirklich viel gab, außer das Screw-Finish halt am Ende. Was ich erzählen möchte ist, und zwar, dass es alles viel früher passiert. Und zwar gab es vorab ja ein Meet and Greet mit den What Culture Machern und den Wrestlern. Und die haben auch alle brav, haben sie im Ring Fotos gemacht und solche Sachen, Autogramme gegeben. Und dann kam Joe Hendry mit 20 Minuten Verspätung ungefähr. Und man hat verlangt, dass er einen eigenen Tisch hat, weil er nicht mit den anderen im Ring stehen möchte. Also das war wirklich, ne, da lebt der Kai Fabian. Mhm. Und hat dann mich und den Thomas Colloway, den kennt ihr ja auch, ne, war auch schon mal öfter hier beim Podcast, hat uns beide angeflaumt, dass wir gefälligst seinen Tisch aus dieser Ecke rausräumen sollen. Er möchte genau dort schräg vorm Ring sitzen. Und dann mussten wir für ihn den Tisch dorthin tragen und Millimeter genau so, wie er das gern hätte, dort hinstellen. Geil. Er schreibt auch keine Autogramme, sondern er lässt sich dafür bezahlen, dass ich weiß, irgendwas mit Extrabezahlung gibt es bei ihm dann. So, dass sozusagen ihm, er hält den Stift und jemand anderes kommt mit einem Blatt Papier und hält ihm sozusagen, reibt das Papier unter dem Stift. Und dafür verlangt er dann 100 Dollar, 100 Pfund Euro extra. Und es hat wohl Leute schon gegeben, die das gemacht haben. Es gibt irgendwo auch ein Video, wo er dann da wirklich da sitzt mit dem Stift und dann kommen die Leute und halten das Papier da drunter. Es war wirklich zu 100% die ganze Zeit Gimmick. Er hat auch wirklich immer mit rumgetönt und hier, ne, ihr im Ring, ne, ihr seid doch alle meiner nicht würdig, dass ihr da mit dem gemeinen Pöbel Fotos macht. Er war einfach nur da. Schau. Er war wirklich da. Er hat keine Fotos gemacht, gar nichts. Außer Fotos von sich selber. Ja, logisch. Also er hat auch Leute gesagt, ihr dürft mich, irgendwas mit Fotos war auf jeden Fall auch. Er hatte irgendwas Skurriles mit Fotos machen, war dabei auch. Also es war wirklich pures Entertainment. Und dann noch dazu zu seiner Promo, die er gehalten hat, das war auch Gold wert. Wenn du als Schotte es schaffst, 30 Schotten, die vorher noch Joe Coffey abgefeiert haben, bis zum geht nicht mehr, ihre eigenen Land so dazu zu bringen, dass sie ihn hassen wie die Pest. Es ist großartig. Also das war wirklich toll. Das war wirklich pures Entertainment, das Ganze. Super. Er hat ja gesagt, ne, ihr seid so bescheuert, dass ihr dafür Geld auch noch ausgebt, hierher zu fliegen.
Solche Sachen. Also es war wirklich lustig. Vor allem die Aktion halt, dass wir ihm da seinen Tisch hintragen mussten. Es war wirklich geil. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Jetzt musste ich mal einen kurzen Schluck nehmen. Habt ihr noch was zu dem Match? Nope. Nein. Nö. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Match, wo ich sagen musste, das war eine der Personen, die ich nicht kannte. Und wir kommen zum Match Alex Gracie gegen Kenny Williams. Kenny Williams ist ja bereits qualifiziert, übernimmt den hat den Spot von Drew Galloway in einem Match gegen BT Gunn nochmal gewonnen. Ab diesem Zeitpunkt war in der Halle selber ein bisschen die Luft raus. Es war schon viel, es wurde jetzt so konsequent so ein bisschen lower und bei dem Match war komplett die Halle eigentlich weg. Gab ab und zu mal ein paar Kenny-Chants, aber das halt kam halt hauptsächlich von den Schotten auch. Und in der Halle, muss ich sagen, habe ich dieses Match nicht gut gefunden. Hab dann Abstimmungsschwierigkeiten gesehen, Lustlosigkeit bei Kenny Williams. On Tape wirkte es nochmal ein bisschen anders. Aber in der Halle habe ich dieses Match für nicht gut befunden. Und hatte das zu meinem Lowlight eigentlich auserkoren. Philly, magst du was dazu erzählen? Weil ich habe da nicht sonderlich viel zu. Es war für mich einfach überflüssig, fast schon. Okay. Ja, mein Mund ist sogar leer. Also gut, wunderbar. Ganz professionell kann ich durchstarten. Du kennst Alex Gracie nicht, hast du gesagt, oder? Nein. Okay. Also bei What Culture Pro Wrestling gibt's halt, oder gab es halt einfach ein Tag-Team. Vorher war das sogar auch mein Stable. Wie hießen die denn? Prospect hießen die. Okay. Mit dem Gimmick einfach, wir wollen uns einen Namen machen, wir sind quasi Rohdiamanten, wir werden jetzt von unserem Manager, das ist übrigens der auch öfters mal kommentiert bei What Culture Pro Wrestling. Alex Shane, oder? Der Heel-Kommentator. Alex Shane. Ist das Alex Shane, oder? Ja. Ah, das klingelt jetzt bei mir nicht. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommentiert er auch zwischendurch. Kann es schon sein, dass das ist. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, sind die halt in Stable gewesen, dann nur noch ein Tag-Team und der Manager hat sich auch von denen gelöst. Dann waren sie Face und dann haben sie sich so langsam hochgearbeitet, waren auch total over bei den Fans. Es gab dann auch eine Petition eben, dass man die beiden als Tag-Team mit nach Amerika nimmt, wenn Progress in der USA eine Show macht und so. Lauter sowas, also die waren wirklich over. Und jetzt ist sein ehemaliger Tag-Team-Partner mit einer Verletzung endgültig außer Kraft gesetzt und er ist halt gegen ihn geturnt. Also als es dann wirklich hieß, okay, er muss jetzt alleine weitermachen, dann hat er ihn auch direkt attackiert und so. Und deswegen ist er jetzt quasi so der neue Bad Boy irgendwie. Das ist jetzt crazy. Genau. Und ich fand's halt wichtig, dass man Alex Gracie jetzt als Singles-Wrestler pusht. Ich finde es aber komisch, bei einem World Cup-Turnier einen Wrestler, der fürs Finalturnier qualifiziert ist, verlieren zu lassen gegen jemanden, der noch nicht mal beim Turnier teilgenommen hat. Clean, mehr oder weniger. Also halt klar, sage ich jetzt mal nicht clean, aber klar. Das fand ich halt ein bisschen schade, vor allem, weil ich Kenny Williams mag. Gracie muss ich mich erst noch dran gewöhnen, irgendwie. Ist halt immer schwierig, Tag-Team-Wrestler dann im Singles-Bereich und so. Der wird sicherlich seinen Weg gehen. Ich fand das Match aber generell ganz okay. Ich fand nur, dass das nie so, du hast nicht gemerkt, oh, jetzt ist die heiße Phase, jetzt kommt wahrscheinlich das Finish. Das war ein bisschen antiklimatisch. Also es ist das letzte Feuer hat irgendwie so gefehlt, der letzte Gang. Irgendwie. Genau. Deswegen, das Problem ist, dass die es auch nicht machen können, weil danach noch die beiden Final-Matches anstehen, ne? Ja. Und sie nicht den Fokus daraus nehmen sollen dann. Natürlich. Ja. Ich finde, das fehlt dann komplett. Aber es sollte halt noch ein Filler werden zwischen dem World Title Match und den Finalturn. Ja. Also. Ich verstehe, warum sie es machen. Man hätte vielleicht einen anderen Gegner für ihn finden sollen, weil, wie gesagt, ich finde es jetzt echt blöd, dass Kenny Williams mit einer Niederlage gegen eigentlich einen Tag Team Wrestler in seinem Single Debüt direkt so, ist ein bisschen schwierig. Mein Gott, es ist halt so gewesen, wie es ist. Match an sich
generell, ich habe es ja nur auf YouTube gesehen, war schon okay. Ich hätte mir in der Tat nochmal einen anderen Sieger gewünscht und ich hätte mir in der Tat, da weiß man auch nicht, wie die Vorgaben sind und so, aber ich hätte mir in der Tat ein bisschen gewünscht, dass sie vielleicht am Ende noch ein bisschen Feuer reinbringen, so. Ja. Und mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen und dann gebe ich mal weiter. Ja, Alex. Ich habe hier nur solide stehen, also es war auch recht kurz, das Match, also da kann man auch nicht wirklich was drüber erzählen, also Alex Gracie, also wie ich den Namen gehört habe, da hat es irgendwo geklingelt, aber ich konnte ihn jetzt nicht wirklich zuordnen, aber auch wie ich ihn gesehen habe irgendwie, ich hatte auch irgendein anderes Bild im Kopf, ich glaube, den Verwehr habe ich irgendwie verwechselt mit ihm anders, also keine Ahnung, also Kenny Williams kannte ich, ja, fand ich auch ein bisschen komisch, weil ja eben Kenny Williams qualifiziert hat, wieso der dann verlieren muss, habe ich nicht ganz verstanden, das Ganze, wie es auch Philly so schön gesagt hat, also keine Ahnung, war halt nee. Die Matchansetzung an sich ist halt problematisch, ne? Was ja, einen, wenn du gerade einen frisch Heel geturnten hast, kann er nicht verlieren, Kenny Williams ist schlecht, wenn er verliert, also ja, die Ansetzung an sich ist seltsam. Ja, und eigentlich überhaupt, dass das Match hättest du auch weglassen können, weil irgendwie, ja. Es war diese vier Filler-Matches, wie ich dir vorhin gesagt habe, es ist einfach zu viel. Ich hätte zwei gemacht vielleicht. Ich meine, überhaupt 3-Stunden-Show ist mir ein bisschen zu lange. Der japanische war zum Beispiel 2 Stunden und du hattest, es war kein Filler-Match, es war der Main-Event, dann Ishii gegen Rampage Brown. Das war ganz gut gelöst so, aber hier 4 solche Matches am Stück nacheinander, da wundert es mich auch nicht, dass er dann in der Halle dann ein bisschen die Luft raus war einfach zu much. Also für mich war es dann auch so, ab Stunde 2, wie es dann in die 3. Stunde reingerutscht ist, dachte ich mir auch so, okay, ich warte jetzt doch langsam schon mal auf die Final-Matches, dann gab es halt noch ein Match und es kam noch ein Filler-Match und noch ein Filler-Match und dann gab es endlich mal die beiden Final-Matches. Also das war dann, da fing dann bei mir so dieser Kaugummi-Faktor an. Also das hat sich gezogen und das Match hätte man sich ja wirklich sparen können, weil, wie du gesagt, bei Alex Gracie haben eh die meisten auch wieder angefangen zu chatten, who are you? Gut, Kenny Williams kannte man, aber das Match ist vielleicht nicht auch nicht der richtige Ort, um Alex Gracie in seinen Single-Run als Heel genau. Schicken. Gerade in Deutschland auch noch. Ich weiß nicht, wie viel in Deutschland überhaupt Word Culture so verfolgen. Das ist immer schwierig, immer so was gucken die Deutschen eigentlich so an anderes Wrestling außer WXW oder GFW? GWF. GWF, was die noch so gucken, ob die jetzt mehr Japan gucken oder ob die dann trotzdem mehr auf Amerika gucken oder ob die dann wirklich Schottland oder England gucken, weiß man halt nicht. Und Alex Gracie ist halt nicht dann der Name, glaube ich, der dann wirklich vielen Leuten Begriff ist. Also ich glaube, da musst du schon wirklich in der Materie, wie jetzt Philly drin ist, drin richtig drinstecken. Und ich glaube, es gibt jetzt nicht so viele Leute in Deutschland, die jetzt wissen, wer Alex Gracie ist. Also ich würde mal wissen, ob sogar Matze, na gut, Matze, wenn die kennen, ja. Ich denke schon. Aber ansonsten Alex Gracie, keine Ahnung, also ist nicht der richtige Ort, wie du es gesagt hast. Also hätte man das ganze Match hätte man sich sparen können. Gut. Können wir das auch abhaken und kommen jetzt zu den wichtigen beiden letzten Matches, zu den Finals, wo es darum geht, wer zieht in den World Cup an sich selber ein. Und da haben wir im ersten Match Damek gegen Lucky Kid. Und ja, dann, Philly, ich denke mal, du bist wieder nicht ganz so begeistert davon, oder? Ich bin auf jeden Fall begeisterter als das Vorrundenmatch. Okay. Weil mir das Match besser gefallen hat vom Innenring einfach. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Mac auch warm geworden ist. Er konnte einfach ein bisschen mehr, war auch ein bisschen lockerer irgendwie, hatte ich das Gefühl. Es war nicht mehr so angespannt. Wir haben auch schon beide öfter gegeneinander geworkt. Also, ja, man hat gemerkt, dass das besser passt einfach irgendwie. Und vielleicht passen die Stile auch einfach besser zueinander. Lucky Kid hat mich da auf jeden Fall, habe ich dann so langsam gemerkt, so, okay, da ist auch, dass dann auch ein bisschen Substanz da ist. Er kann ja auch eigentlich auch ziemlich komisch gucken und so. Das ist ja auch nicht immer so schlecht. Habe jetzt dann, wenn ich darüber nachdenke, finde ich es eigentlich auch ganz cool, dass er zufällig genau Hiromu Takahashi getroffen hat, weil so ein Stare-Down zwischen den beiden würde ich schon gerne mal sehen. So, wer kann komischer ja. gucken? Wer kann die Zunge besser verdrehen? Ja, die nehmen sich da ja nicht viel. Deswegen besänftigt mich jetzt die Auslosung zumindest ein bisschen, weil Damek versus Takahashi
Das wäre nichts. Nee, ja, nee, wie heißt der? Hiromu Takahashi. Ach doch, Takahashi, okay. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Takahashi, Tanahashi, Takahisho, keine Ahnung. Es gibt ja auch zwei Takahashi bei New Japan. Ja, Jujiro ist auch noch, ja. 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 Ja, auf jeden Fall habe ich ja vorher schon viel dazu über gesagt. Ich hätte es einfach, auch wenn ich natürlich verstehe, dass du vielleicht an die Zukunft denken willst und vielleicht möchtest du ja solche Young Lions oder auch mal Lucky Kid einfach mal zu World Culture rüberholen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, warum nicht? Ne? Also ich meine, vor allem als Tag Team. Die Tag Team Division von World Culture ist ja jetzt nicht so groß, ja, ne? In der Tat sehr löchrig, wenn sie überhaupt da ist. Also ja. Irgendwie hast du... Gibt es Tag Team Title, ne? Also die gibt es schon. Ja, ja, die Swords of Essex sind zurzeit die Champions. Okay. Will Ospreay und Paul Robinson, das einzige... So, gegen die Young Lions, das wäre doch mal lustig, glaube ich. Ja, das einzige Problem daran ist eigentlich nur, dass Paul Robinson vor kurzem seine Karriere beendet hat. Ja. Deswegen... Ja. Die haben was jetzt ich ein bisschen komisch fand, weil ich letztens was gehört habe, dass Paul Robinson irgendwo ein Match bestritten haben soll. Ja, der wrestelt schon noch, also, ne, aber er klingt jetzt nicht jetzt überall so aus, er macht jetzt überall noch so ein Verabschiedungsmatch. Ja, weil ich irgendwas halt gedacht habe, oh, das, was er da hat, das ist aber nicht etwas, womit man unbedingt in einen Ring steigen sollte. Ja. Aber gut. Es ist auch für die Loaded Tappings bestätigt worden. Ich hoffe jetzt, dass ich keinen Scheiß erzähle, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Match stimmt. The Swords of Essex, also Will Ospreay und Paul Robinson, Titelverteidigung gegen War Machine. Also okay. Raymond Rowe und Hansen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da die Titel dann verloren werden, weil Ospreay kannst du eigentlich besser als Singles Wrestler gebrauchen und Robinson wird es einfach nicht mehr lange machen jetzt. Also ah, die haben doch noch einen bei den Swords, Swords of Essex, oder? Ja, und zwar genau den einen. Das ist auch einer von den Namen, die ich mir dann auch nicht mehr merken kann. Also ab da wird es dann schwummrig. Ja, aber es ist eigentlich immer größer oder halt bedeutender gewesen als Paul Robinson. Mhm. Deswegen ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ist ja auch nicht so. Das ist richtig. Ist es Scotty Wainwright? Mhm. Ja. Aber kann sein. Ja, ich glaube. Ist halt auch einfach in letzter Zeit nicht mehr so groß in Erscheinung getreten, da eher Paul Robinson. Aber ich glaube, es ist Scotty Wainwright. Immer dieses gefährliche Halbwissen hier. Ja, es ist, wir bewegen uns auf dünnem Eis. Ja, ja, Scott Wainwright, das ist recht. Das ist richtig. Okay. Ja. Ja, trotzdem angesichts dessen aber fast schon der richtige Sieger eigentlich, ne? Würde da mitgehen. Ich sag nein. Nein, okay. Klar, die Stellung von Damax sollte mittlerweile eigentlich größer sein, ne? Aber, ja. Was du aber, glaube ich, nicht vergessen darfst, ich meine, die GWF hatte das Turnier quasi angeleiert, also es war die Zusammenarbeit. Und ich glaube, man wollte dann doch schon jemand, der noch eine Verbindung hat dazu. Ich meine, Lucky Kid ist zwar jetzt auch bei der WXW, aber der Mac ist halt ein reiner WXW-Guy. Und Lucky Kid ist eigentlich jetzt, ist er jetzt erst seit letzten paar, wann war es, 3-4 Monaten, glaube ich, dann ist er erst debütiert bei der WXW. Ja, er war auch schon mal vorher da, also. Ja, aber ich glaube, jetzt ist das, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die Vertragssituation ist zwischen denen, aber ich glaube auf jeden Fall, ist auch egal. Und ich glaube, da wollte man dann doch vielleicht eher noch wenigstens jemand, der da ein bisschen mehr GWF ist, als der Mac. Der Mac ist ein reiner WXW-Guy und ich glaube, und wie gesagt, von Lucky Kid ist, denke ich mal, trotzdem, man wollte halt, Bad Bones hast du halt so einen Veteran und dazu wolltest du vielleicht dann irgendwie noch jemanden nehmen, einen jungen, talentierten Mann, eben wie Lucky Kid und ich finde es gut, so wie es ist. Also das Match gegen Mac war mein Zweitlieblingsmatch nach Spalter gegen Bones. Ich fand es gut. Es war halt, du hast den gemerkt, die haben eine gute Chemie miteinander. Die Stile, wo beide fahren, die sind relativ gleich. Also die konnten da auch quasi sich gegenseitig
ja, wie sage ich so schön, ja, das hat einfach gepasst, die Kombination hat gepasst zwischen den beiden, die haben gut harmoniert, das war halt auch ein richtig sauberes, technisch geführtes Match, ich habe keine Botches gesehen oder sonst irgendwas, es war einfach ein gutes Match, es gab jetzt zwar auch nicht die Highlights oder irgendwelche kranken Spots irgendwie, wie man es jetzt aus New Japan zum Beispiel kennt, zum Beispiel irgendwie sowas. Das brauchst aber, du aber auch nicht. Brauchst du nicht, du hast hier wirklich zwei gute, talentierte Leute, die sind beide noch jung, die kennen sich, die haben schon miteinander gearbeitet und da reicht mir so ein Match, es ist gut geführt, es war ordentlich, die Fans hatten Spaß, mir hat Spaß gemacht und mit Lucky Kid hast du halt wirklich einen relativ überraschenden Sieger, weil du halt wirklich hier, ich will es nicht Upset-Sieg sagen, aber trotzdem etwas überraschend. Ich glaube, einige haben da gedacht, okay, der Mac ist halt der größte Name nach Bad Bones jetzt und der macht das Ding, aber ich glaube, da hat man ein bisschen so Überraschungen eingebaut und ich fand es gut, mir hat es gefallen und ich habe mich für Lucky auf jeden Fall gefreut, vor allem dann auch mit der Auslosung mit Takahashi, also ich bin da echt zufrieden damit. Er ist wahrscheinlich aber auch der erste, einer der ersten in Europa, die diesen Stil mitgehen können, ne? Ich weiß ja nicht, wie diese, ob diese Auslosung wirklich ausgelost worden ist. Oder das ob, weiß ich, ich glaube es nicht. Das ist halt schon ein bisschen zufällig, dass genau Lucky Kids gegen den Hirofu Takahashi antreten darf. Auch Bad Bones gegen Pentagon ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, die WXW-Leute, also die Lucha Underground-Leute waren ja erst bei der WXW, da war auch Pentagon mit dabei, das heißt ausgerechnet Bad Bones dann gegen Pentagon antritt, ist halt auch wieder so ein Zufall, oder ein Will Ospreay gegen Rey Mysterio, sind halt auch solche Dinge. Wag mal zu bezweifeln, dass das eine normale Auslosung an sich war. Ja, also, habt ihr das Auslosungsvideo geschaut? Ja. Nee. Deswegen, da ist ja immer... Schöne Schnitte drin. Ja, das ist ja immer geschnitten worden. Deswegen gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass sie sich davor Gedanken gemacht haben, wie sie es haben wollen. Ja. Ich glaube, da haben sich immer auch viel Gedanken gemacht, wer geht welchen Stil. Und ich glaube, mit Lucky Kid gegen Takahashi dachte man schon, das könnte so ein kleines Spot-Festival werden. Also die beiden haben guten technischen... guten High-Flying-Stil beide und ich denke mal, die werden da bestimmt gut abliefern und auch Pentagon gegen Bad Bones dann, das haben wir ja vorbesprochen, dass ein Bad Bones sicherlich ein besseres Match auf die Beine stellt als ein Pascal Spalter und Bad Bones, den kennt man ja, der kann auch einige Stile mitgehen und auch ein bisschen härtere Gangart, wie es auch Pentagon machen kann, wenn er will, also ich glaube, das wird eher mal so richtig ein bisschen eine härtere Schiene gehen bei denen und Lucky Kid gegen Hiromu wird dann eher technisch High-Flying und ja, also ich bin sehr zufrieden mit Lucky Kid und ich gönn's ihm auch. Ja. Gut. Ich fand's auch echt solide, es hat mir gut gefallen und freue mich da auch wirklich für Lucky Kid, dass er da mit drin ist und auch dieses Match gegen Takahashi, ich freue mich da sehr drauf, das zu sehen. Ja, war grundsolide, super, aber in diesem Augenblick war dann auch die Stimmung in der Halle wieder besser. Mhm. Weil jetzt, da waren halt auch wirklich Publikumslieblinge mit dabei. Kommen wir mal zum zweiten Finale. Cash Money Erkan gegen Bad Bones John Klinger. Philly, oder habe ich dich vorhin irgendwie ausgelassen? Nö. Nee, hatte ich nicht, ne? Nein. Nö. Alles gut. Gut, dann darfst du jetzt Bones gegen Erkan. Also, Main Event. Auf jeden Fall verdienter Main Event. Würde ich, denke ich schon, dass man es so sagen kann. Wir haben schon darüber geredet, was für eine Stellung Bad Bones John Klinger in Deutschland und vor allem in diesem Turnier hat. Ich finde, dass das Match auch es war nicht akklimatisch. Was? Es war nicht akklimatisch, oder ja. Hast du da noch jetzt danach gesucht? Ja, es war halt einfach es hat sich einfach in einer schönen Geschwindigkeit kontinuierlich aufgebaut und ich glaube, das ist auch einfach das, was man Bad Bones John Klinger zusprechen muss. Der Typ, und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass er derjenige ist, der diese Matches da an dem Abend zusammengesetzt hat, die in denen er beteiligt war. ich denke, das kann er einfach und das hat er gut gemacht und Cash Money Erkan ist für mich, also ich mag ihn, wie gesagt, sehr gerne. Ich denke auch, so wie die Kommentatoren das gesagt haben, das fand ich echt wirklich super, er ist gerade noch ein bisschen so ein Junge im Körper von einem Mann. Und jetzt nicht im Sinne von Körper von einem Mann, dass er schon so muskulös ist, sondern du hast einfach das Gefühl, okay, die Größe ist schon da,
Und jetzt muss halt einfach noch was nachkommen. Jetzt muss er halt einfach vielleicht ein bisschen Zeit noch investieren im Gym und halt einfach auch älter werden, damit das Ganze ein bisschen formierter wird. Mhm. Weil jetzt sieht er halt manchmal noch so ein bisschen aus wie so ein Riese im Schlafanzug noch so. Ja. Ja? Und ich denke, dass da aber über die nächsten Jahre wirklich was kommen kann. Und wenn er sich auch weiterhin so gut entwickelt, wie er es halt eben tut, dann wird es auf jeden Fall ein großer Star in Deutschland werden. Keine Ahnung, wie weit es dann noch geht, aber in Deutschland auf jeden Fall. Mir hat das Match sehr gut gefallen. Ich fand, die beiden haben sehr gut miteinander agieren können. Ich finde die Psychologie dazwischen, wo ich halt wie gesagt davon ausdenke, halt einfach dieses, wie das Match gestaltet wurde, dass das John Klinger halt einfach gut gemacht hat. Und mir hat das gut gefallen. Das war halt einfach genau der Main Event, den du gebraucht hast. Und ich finde, danach konntest du auch wirklich sagen, so, hey, wenn schon jemand wie Cash Money Erkan quasi verliert und nicht weiterkommt, ne, dann kann es mit Deutschland ja eigentlich gar nicht so schlecht sein. Ist also richtig. Es hat mich auf jeden Fall ein bisschen zurückgeholt in dieses Turnier. Ich habe mich dann doch am Ende ein bisschen gefreut. Und ja, genau, also ich würde sagen, das Match hat auf jeden Fall seine Wirkung erreicht. Gut. Alex? Ich sehe das genau wie Philly. Also das Match war nur so gut wegen Bad Bones. Also ich muss sagen, das Ding war von vorne bis hinten quasi, ich weiß nicht, so ein Bad Bones Show, aber er hat das Match auf jeden Fall gemacht. Und er hat auch Cash Money Erkan sehr gut aussehen lassen. Er hat in vielen Aktionen und vor allem sah auch Erkan zwischenzeitlich verdammt stark aus und er konnte ja auch Bad Bones dominieren. Und da muss ich ja wirklich sagen, ich bin kein Bad Bones Fan. Also rein vom Wrestlinger, der ist ein guter Mann, der ist einer der besten in Deutschland. Das gebe ich auch gerne alles zu. Aber die Person Bad Bones an sich bin ich kein Fan davon. Aber wrestlerisch ist der Mann halt einfach top-notch in Deutschland, da kann man nichts sagen. Und das Match war wirklich gut. Ich fand es nicht ganz so gut wie das Bones-Spalter-Match, habe ich ja vorhin gesagt, aber trotzdem war ein gutes Finale. Bad Bones, der richtige Sieger auch, wenn man da Erkan gewinnen lässt, das wäre zu früh gewesen. Eigentlich hat es Philly genau richtig gesagt, da fehlt es noch überall ein bisschen Muskelmasse draufpacken, ein bisschen am Charakter arbeiten. Ich finde auch diese Schlafanzughose, also die muss auf jeden Fall weg, weil das ist, also so stelle ich mir so einen Backyard-Wrestler vor. Wenn ich ein Backyard-Wrestler bin, hole ich mir so eine Schlepperhose und klebe ein paar Buchstaben drauf. Genau so sieht es nämlich aus. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen was ändern. Auch der Name Cash Money Erkan ist ein bisschen zu proletenmäßig, glaube ich. Da müsste auch ein bisschen was da vielleicht am Charakter, ein bisschen am Namen feilen. So allgemein muss man da ein bisschen was machen. Aber er ist noch relativ jung. Die werden sich das in der Zukunft noch irgendwas einfallen lassen, dass man den Erkan gut aufbaut in Zukunft und dass es einer der Topstars dann wird in Deutschland. Also ich bin da auf jeden Fall guter Dinge. Also der hat noch auch eine gute Zukunft vor sich. Wie gesagt, zum Match war super, war gut. Gutes Finale. Und ja, Bad Bones, richtiger Sieger. Ja, sehe ich ganz genauso, dass Bones der richtige Siege an dieser Stelle ist, weil Bones einfach der Mann ist, der schon im What Culture Produkt aufgetaucht ist. Ja, das ist einfach aus dem einfachen Grund. Klar, ich glaube, da hat er bisher nur verloren. Aber auch sowas kannst du ja mit so einem Turnier wieder ändern. Wir werden es sehen. Ich finde, glaube ich, dass die Ansetzung gegen Penta Zero M, heißt er mittlerweile? Ja. Ziemlich offen eigentlich ist. Musst halt gucken, von wem du einen Mehrwert kriegen wirst, eher. Ich glaube, da sehe ich eher einen Bad Bones. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Mir hat es wirklich gut gefallen. Die Stimmung in der Halle war wieder da. Hat den Abend sehr abgerundet. Und dann war auch gut, dass es vorbei war. Weil noch länger hätte es nicht gehen dürfen. Und zwar von der Länge her waren die beiden Finals sehr gut angepasst. Und ja, hat einen zufrieden nach Hause geschickt, waren runde Sache dann am Ende. Gut, dann bleibt uns jetzt im Grunde genommen eigentlich nur noch eins zu tun. Und das ist ein Fazit und eine Wertung. Und ich würde mal sagen, Fidi, du darfst mal anfangen, dein Fazit, deine Wertung. Weil ich fand jetzt, so schlecht hast du gar nicht über den ganzen Event geredet, wie du dachtest, dass du hier der Buhmann wirst. Oh, bin ich noch da? Ja, okay. Ich hab mich gerade verklickt gehabt und habe gedacht, oh Gott, habe ich mich ausgeschaltet. Aber ich bin nur noch da. Okay, kleiner Schubbel beiseite. Ja, ich sag mal so, mir fällt es ganz, ganz schwer,
Ich sehe Wrestling immer so. Ich sehe jede Liga und jeden Wrestler so. Diejenigen investieren so viel Zeit, so viel, die investieren ihren Körper quasi dafür, dass ich am Abend ein bisschen Spaß habe, mich ein bisschen entspannen kann, um dazu zu schauen. Deswegen fällt es mir ganz, ganz schwer, eine Show zu zerreißen oder schlecht über eine Liga, ein Event zu reden, weil ich mir denke, ich habe nicht das Recht dazu, wenn jemand sich so oder wenn sich eine Reihe an Menschen so anstrengt, sich so viele Gedanken macht und auch einfach in Kauf nimmt, entweder sich an dem Arm zu verletzen oder halt einfach mit 40, 50 Jahren wahnsinnig viele Schmerzen zu haben, habe ich eigentlich gar nicht das Recht, das so schlecht zu beurteilen. Deswegen habe ich jetzt auch heute versucht, mir das Positive rauszupicken und da halt den Fokus drauf zu legen, weil ich halt einfach die Leute hasse, die Leute schlagen sich den Schädel ein und machen so viel und die sitzen dann dran, essen ihr Popcorn, trinken ihr Bier und sagen, es war scheiße, alles scheiße. Das gefällt mir einfach gar nicht. Deswegen versuche ich da immer sehr rational ranzugehen. Ich muss auch sagen, dass ich einfach über dieses Gespräch heute, ich weiß nicht, ob das dann die Wertung generell einfach ja verzerrt oder so, aber jetzt sehe ich den Event einfach ein bisschen besser, weil ich auch sehr viel andere Sichtweisen einfach sehe. Dafür sind solche Podcasts ja perfekt. Man kriegt einfach andere Sichtweisen drauf und so. Ein paar Sachen haben mir jetzt einfach eingeleuchtet und ich fand die Show okay. Ich denke, man hätte so viel mehr draus machen müssen. Müssen eigentlich fast. Deutschland hat es verpasst, glaube ich, diesen großen Schritt durch dieses Produkt oder durch diese Chance, einen großen Schritt in den internationalen Markt zu machen. Ich weiß, dass viele eher GWFler sind. German Wrestling, ja, GWFler. Nicht, dass ich jetzt noch GWFler sind und nicht WXWler. Ich werfe jetzt einfach mal so in den Raum, dass es vielleicht auch eine Überlegung gewesen wäre, dieses Turnier mit WXW oder dann generell ligenunabhängig abzuhalten. Der Standort Berlin leuchtet ein und dann leuchtet es auch ein, die GWF zu nehmen, weil sie es halt einfach die Heimat Berlin ist. Das jetzt mal alles beiseite gelegt, denke ich, dass es okay war, aber es hätte echt gut oder echt super sein können, weil wir alle drei schauen deutsches Wrestling und wir wissen, was GWF, WXW und dann für andere Leute auch New alles, was die alles auffahren können und wie geil solche Shows sein können. Aber ich glaube, diesen Zug haben sie leider ein bisschen verpasst. Man muss ganz kurz, wenn ich mal kurz unterbrechen, dazu natürlich sagen, was wir da gesehen haben, ist ein What-Culture-Produkt. Ne? Darf nicht vergessen, dass diese Entscheidungen und wie diese Sachen passieren, kommen nicht von der GWF. Ja, ich schätze, dass die meisten Wrestler von der GWF vorgeschlagen wurden oder in Kooperation zusammen mit What-Culture bestimmt wurden. Ja, das da gehe ich mal auch von aus, aber ich würde mal behaupten, dass What Culture auch sagen kann, nö, den will ich nicht in meinem Produkt haben. Ne? Also natürlich. Aber ja, es ist einfach schwierig, weil wir in Deutschland eigentlich diese Barriere einfach haben vom Süden und Norden von WXW und GWF, wo halt einfach die, was man lieber hat und so. Ich möchte da jetzt auch gar nicht weiter drüber eingehen und reden, weil das ja auch alles so passt. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, bevor wir heute darüber geredet haben, wie ich den Event bewerte. Und ich war fast schon versucht, irgendwie 5 von 10 Punkten zu geben. Und das wäre auf jeden Fall die schlechteste Wertung gewesen, die ich jemals gegeben hätte bei so einem Podcast. Und das hätte mir dann irgendwie auch leid getan. Und durch das Ganze, das ist jetzt... Ja, jetzt mir doch ein bisschen besser vorkommt, sage ich jetzt einfach mal 5,5 bis 6 Punkte, irgendwie sowas dazwischen. Und das gibt es nicht, da musst du 5,5 oder 6 nehmen. Dann nehme ich das, was für dich später besser zum Ausrechnen ist. Da
Das ist dann eine 6, okay. Dann ist es eine 10, natürlich. Natürlich, 10. Nein, ja, 6 ist mit 6 rechnet, mit einer geraden Zahl rechnet es sich einfacher, ne? Aber ja, das ist in deinem Ermessen. Ich möchte dir nicht deine Wertung in den Mund legen, ne? Also. Ja, ich sag mal mit viel Wohlwollen und einfach, weil ich mir sonst auch einfach Vorwürfe machen würde, sage ich 6 Punkte von 10. Okay. Gut, dann Alex, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich tue mir da auch ein bisschen schwer. Also, das Problem ist, das ganze Ding stand ja schon mal ein bisschen unter keinen guten Stern, weil Crazy Sexy Mike ist ausgefallen, dann ist Tarkan Aslan ausgefallen, Axel Dieter ist dann zur WWE gewechselt, dann musste man da Ersatz holen. Gut, der Mac ist ein guter Ersatz an sich, aber ich habe ja auch schon gemeint, da wäre vielleicht ein Ilya Dragunov vielleicht ein besserer Kandidat gewesen, weil er momentan extrem heiß ist. Da lief halt einiges schief, man musste halt scheinbar doch ziemlich kurzfristig umplanen. Vielleicht wäre es dann besser geworden. Die Turniermatches an sich waren, wie ich es auch im Mini-Fazit schon gesagt habe, durch die Bank solide. Der ganze Event war solide. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es da irgendwie große Stinker gab. Es gab ein paar Matches, die waren besser, ein bisschen besser, ein paar ein bisschen schlechter, aber so richtig einen krassen Stinker gab es jetzt nicht auf der Card. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Filler-Matches, das waren mal zu viele, 4 Stück hintereinander, war mir too much. Also du hast ja dann 10 Matches in 3 Stunden gehabt, das ist für mich einfach zu viel. Überhaupt die 3 Stunden haben sich dann einfach, wie ich es auch vorhin schon mal erwähnt habe, ab Stunde 2, beziehungsweise wieder in die dritte Stunde angefangen hat, hat sich bei mir so ein bisschen der Kaugummi-Faktor eingeführt quasi. Es war ziemlich zäh dann gab es eben noch ein Filler-Match, noch ein Filler-Match und dann gab es endlich die 2 Final-Matches, die mich dann wieder Gott sei Dank etwas milder gestimmt haben. Mhm. Aber zwischenzeitlich war es dann doch etwas zäh, diese ganze Veranstaltung. Möchte ich aber jetzt nicht so sehr drauf rumhacken, also ich in Sachen Punkte gebe ich, damit du es eben nicht so leicht hast mit Rechnen, gebe ich nämlich 5,5. Und ja, und der Rest hat eigentlich, Philly hat es schön gesagt, also man hätte, sicherlich hätte man mehr draus machen können, also du hättest mehr Möglichkeiten gehabt. Es ist ein bisschen schade, weil es gab halt auch viele negative Kommentare, auch eben von den Leuten, die es aus anderen Ländern, die haben es dann ein bisschen zerrissen, da fing es ja schon an mit diesen Vorstellungsvideos, gab es keine deutschen, keine englischen Untertitel, die haben nichts verstanden, das fanden sie blöd, dann fing halt der Shitstorm ein bisschen an. Und ja, finde ich ein bisschen ungerecht, aber auch irgendwann nachvollziehbar. Es ist schwierig. Und ich bin allgemein halt auch von diesem Wort Culture-Produkt jetzt nicht so angetan überhaupt. Ich gucke halt immer nur einzelne Matches, wenn sich's gut anhört. Wenn halt Ricochet gegen Ospreay kämpft, dann bin ich da halt dann da direkt mal all in. Aber ansonsten, so eine ganze Wort Culture-Show könnte ich mir jetzt auch nicht anschauen. Also da picke ich mal einzelne Matches mal raus, aber mehr ist halt auch nicht. Und so richtig überzeugt bin ich jetzt von diesem Wort Culture Produkt auch nicht. Und ich habe einen japanischen Qualifier eben komplett gesehen, den fand ich gut, der hat aber auch nur eine 2-Stunden-Länge gehabt. Ich glaube, wenn es da aber mehr Matches gegeben hätte, beziehungsweise es gab mehr Matches, aber es waren nur Dark Matches, wäre es vielleicht auch ein bisschen Kaugummi-Faktor gewesen. Der Schottische hat mir, wie ich es auch vorhin im Mini-Fazit schon gesagt habe, hat mir es nicht wirklich gut gefallen. Der Mexikanische, der hat auch 3 Stunden gedauert. Da gab es aber auch viele Matches. Frankie hat ihn auch ziemlich zerrissen. Also so richtig gut kommt das Wort Culture-Produkt scheinbar irgendwie bei niemandem so richtig an. Also es gibt viel Gutes, aber auch viel... Ja, also mein Philipp. es gibt halt viel Gutes, aber auch viel Negatives. Also es ist so ein... Ja, eine zweiseitige Münze quasi. Also bei einigen, da die harmoniert, denen gefällt es, wie dir jetzt, Philly, aber bei einigen kommt es halt dann doch nicht so gut weg. Ich sitze da schon ein bisschen zwischen den Stühlen. Also das, was ich gesehen habe, war eigentlich nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich schaue mir halt nur einzelne Matches an. Den deutschen Qualifier, der ist solide. Den japanischen fand ich zum Beispiel gut. Den würde ich dann wahrscheinlich dann mit 7 Punkten sogar bewerten. Hier nämlich 5,5. Und ja, mal gucken, wie jetzt dann die nächsten Matches sind. Die Auslosung war ja jetzt, auch wenn es eine Fake-Auslosung war scheinbar. Aber die Matches lesen sich auf jeden Fall sehr gut. Ich bin auf die beiden deutschen Vertreter gespannt, eben Bad Bones gegen Pentagon und Lucky Kid gegen Hiromu Takahashi. Freue ich mich sehr drauf, werde ich auf jeden Fall angucken. Und ja, 5,5 Punkte, denke ich mal, ist auch fair. Die Cage-Match-Wertung liegt, glaube ich, auch irgendwo bei 5,5 oder 5,6. Also bin ich auch mittendrin. Also ich denke mal, ist eine faire Bewertung.
Faire Bewertung. Gut, fehlt noch mein Fazit. Bei mir kommt halt noch der Faktor live mit dazu. Ja. Ich habe mich an diesem Abend wahnsinnig gut unterhalten gefühlt. Ich habe richtig Spaß gehabt am Live-Catch. Und habe mir auch gesagt, dass ich einiges, was ich in der Halle nicht so dolle fand, irgendwie im Nachhinein doch noch ein bisschen besser sogar gesehen. Was ich auch sagen muss, klar, das sind diese Sachen mit den Subtitles zum Teil. An anderen Stellen hat man manchmal gemerkt, irgendwie, dass den Kommentatoren irgendwie ein paar Informationen gefehlt haben und sie irgendwie sich ein bisschen was aus dem Finger gesaugt haben. Aber ansonsten fand ich, war es ein schöner Abend, den ich da gehabt habe. Ich gebe zu, dass das mit den Filler-Matches echt ein bisschen too much war zum Teil. Mich diese Filler-Matches, also die reinen Leute, die mir gesagt wurden, der kommt, der Primate kommt, Joe Coffey kommt, Garrett Kidd kommt, schon mal drei Faktoren für mich gewesen, zu sagen, jupp, ich bin dabei. Im Event fand ich es gut, on Tape, muss ich sagen, hat sich es auch ein bisschen gezogen dann. Aber overall habe ich mich recht gut unterhalten gefühlt. Ich bin auch, dass ich sage, What Culture, ganze Shows eher nicht so, sondern Einzelmatches, die ja auch wunderbar, dass man die auch sich einzeln angucken kann auf deren Kanälen. Insgesamt würde ich dem Ganzen dann doch, weil ich mich halt wirklich gut unterhalten gefühlt habe, 7,5 Punkte sogar geben. Ne? Und ja, das war für mich schon ein gelungener Abend halt einfach. Ne? Und dann haben wir eine Gesamtwertung von 6,3 Periode. Ja, da ziehst du einfach bei mir noch die 0,5 ab, dann ist es keine Periode mehr. Und dann haben wir eine glatte 6. Ja, das passt doch, oder? Ja, es wirkt an manchen Stellen halt ein bisschen unrund. Wie gesagt, man muss halt auch den Faktor halt, ich denke mal, aussehen, dass da viel an Planung halt auch anders kurzfristig geregelt werden musste. Aber ich denke, ich habe jetzt keine schlechte Werbung für deutsches Wrestling gesehen. Würde ich, glaube, den Konsens können wir gehen, oder? Das hätte auch noch schlimmer, also es hätte wesentlich schlimmer sein können. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Und ja, ich denke, jetzt ist es noch an der Zeit, dass es in die Kommentare reinhauen könnt, wie ihr die Show gefunden habt. Was sagt ihr zu den Filler-Matches? Waren es zu viele? Hättet ihr vielleicht sogar noch eins mehr gewollt? Wer weiß das denn? Und ansonsten würde ich jetzt schon fast sagen, dass ihr euch gleich schon verabschieden könnt. Vorab noch natürlich das Übliche, dass die Bewertungen bei YouTube zum Beispiel, lasst einen Daumen da, einen Kommentar ist auch immer super. Und bei iTunes die Bewertung, auch eine schriftliche Bewertung. Da freuen wir uns immer sehr, sehr drüber. Ansonsten könnt ihr das Ganze natürlich auch immer quer durch den Orbit des Internets schießen, mit Teilen. Ja. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass sich der Philly jetzt schon mal verabschieden darf. Ja, ich sage wie immer Dankeschön, dass ich mitmachen durfte. Mittlerweile habe ich schon fast das Gefühl, ich bin hier wöchentlich. Also finde ich echt cool, dass ich immer mal wieder gefragt werde und ich habe jetzt auch schon von ein paar Leuten gehört, dass sie die Podcasts von mir, dass ihnen das echt gefällt und so. Und da wollte ich jetzt auch an dieser Stelle einfach nochmal Danke sagen. Freut mich sehr, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich so jemand bin, der dem sowas liegen könnte, irgendwie so viel zu reden und dass das Leute dann auch interessant finden. Also davon merke ich in meinem Alltag nichts. Deswegen vielen Dank und wir werden uns sicherlich bald mal wieder sehen, höchstwahrscheinlich bei Lucha Underground und was halt sonst irgendwie hier hineinflattert. Ich werde mich schon irgendwie wieder in einen Podcast booken können, kriege ich schon hin. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, keine Ahnung, wann ihr es hört und bis zum nächsten Mal und ich sag Hola! Und der Alex. Ja, ich mache es heute mal ganz kurz und weil heute Kenny Omega wieder so einen grandiosen Sieg gegen Evil davon getragen hat, nämlich heute die Worte von Kenny Omega. Goodbye and good night. Bang. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich euch
ganz viel Spaß auch mit dem deutschen Qualifier und den Qualifiern, die darauf noch folgen, die wir demnächst dann auch noch besprechen werden. Kurzer Ausblick noch. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, was wir diesen Monat noch alles so schön auf der Pfanne haben. Es wird noch G1 auf jeden Fall wieder geben. Ich denke, die WWE Pay-Per-Views, also der SummerSlam, ist der schon so weit? Mal gucken, ich glaube ja. Da wird es noch was zu geben. Natürlich Give Me Five wird kommen und auch wieder Hot Topic mit dem Hot Button werden diesen Monat wieder dabei sein. Und ja, wann genau alles ist das, da arbeiten wir halt dran und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend noch, einen schönen Tag, wie Philly auch gesagt hat, wann immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal.